Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Einpackrunde frisch vom Tisch. So, ihr wisst, es geht wieder los. Wir packen wieder was ein und heute wird es auch nur die Bestellung sein, die wir hier auf dem Tisch sehen. Und das sind, lasst mich gucken und kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehr haben wir heute nicht. Also heute wird das Video auch tatsächlich gar nicht so lang. Beziehungsweise vielleicht schon ein bisschen länger, wenn ich wieder ganz viel am Babbeln bin. Aber wenn ihr das Neueste vom Neuesten, ich habe nämlich noch was, was ich euch zeigen möchte, und darauf bin ich wahnsinnig stolz und mega happy, dann würde ich vorschlagen, bleibst du einfach bei dem Video dran. Holst dir was zu essen, was zu trinken, vielleicht dauert es ja doch noch eine Stunde. Und dann hast du auf jeden Fall keinen Durst und keinen Hunger mehr, wenn du hier fertig bist mit dem Video. Und dementsprechend würde ich vorschlagen, du chillst jetzt erstmal kurz, holst dir was zu essen, so was zu trinken, lässt das Intro durchlaufen und dann starten wir gemeinsam. Ja, ihr könnt schon sehen, es ist ein bisschen bunt gemischt, ein bisschen was Größeres, ein bisschen was Kleineres. Wir werden aber gleich mal schauen. Wir müssen gleich ein bisschen was auf die Seite räumen. Oder wir fangen mit den kleinen Sachen an. Wir fangen mit den kleinen Sachen an, okay? Also, diese Kiste, die räume ich erstmal ganz beiseite, weil das ist, ich würde jetzt bei beider sagen, nicht so wichtig. Aber dann kriege ich wieder Haue. Das ist eine Bestellung für jemand, der ganz schön frech ist. So, ihr werdet es schon noch erfahren, von wem der ist. Von wem die Bestellung ist. Hier haben wir noch ein bisschen was Kleineres. Und das packen wir zuerst ein. Weil dann haben wir die kleinen Döschen vom Tisch. Und dann können wir weitermachen. So, noch einmal ganz schnell die Adressen zugedeckt. Also wenn ihr hier was geblurrt seht, ne, wundert euch bitte nicht. Das ist normal. Ich kann natürlich nichts mit Adressen irgendwie im Video laufen lassen. Deswegen müssen wir das hinterher ein bisschen bearbeiten. Aber das kann ich immer ganz schnell sehen, weil ich dann, wenn ich das feststelle, auch immer das Video stoppe und dann weiß ich ganz genau, oh Moment, ich muss noch mal gucken. Und das am Anfang des Videos fängt ja schon richtig gut an heute. Also ich habe hoffentlich, drückt mir bitte die Daumen, hoffentlich alles soweit vorbereitet und auch an alle Kartons gedacht. Ich hoffe es inständig. Ansonsten, ja, muss ich zwischendurch nochmal laufen. Aber ich bin heute tatsächlich ein bisschen, wie soll ich euch das sagen, so ein bisschen neben der Spur. Mein Körper sagt so jetzt aber mal ein bisschen langsamer. Hat ja auch nicht ganz Unrecht. Manchmal ist es auch okay. Aber heute Morgen, ich weiß nicht. Also heute Morgen dachte ich eigentlich, ich bin richtig gut. Ich komme richtig gut in den Tag und so weiter. Und so langsam macht sich so ein bisschen mein Kreislauf bemerkbar. Also es kann auch sein, dass es an dem Wetterumschwung hängt. Wir haben ja momentan heute richtig, richtig tolles Wetter, auch am Wochenende, was ich richtig gut finde. Darum geht es auch überhaupt nicht. Aber mein Körper sagt, boah, ich kann das alles nicht. Ne? Also ich bin schon ziemlich erledigt und ich habe nichts gemacht. Also ich bin, kennt ihr das, wenn ihr so richtig so schlapp seid und ihr am besten keine Gliedmaßen mehr heben möchtet, so fühle ich mich ein bisschen. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser wird. Ich habe schon Kaffee getrunken. Ich habe mir tatsächlich Cola geholt und auch keine mit Zero und auch keine Light, sondern richtige Cola mit Zucker und zwar Vanille Coke. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Cola trinkt und vielleicht auch experimentierfreudig ist, aber Vanille Coke ist so unfassbar lecker. Also ich trinke sonst keine normale Cola, mache ich nicht. Aber die Vanille-Coke gibt es oftmals, auch wenn die im Angebot sind, halt nur als normale Variante. Ich werde zwischendurch echt ein bisschen trinken müssen, damit mein Kreislauf so ein bisschen durch das Koffein in Schwung kommt und vielleicht auch den Zucker, ich weiß es nicht. Aber ich kann euch eins sagen, das macht keinen Spaß. Aber nichtsdestotrotz, ich will ja für euch das Video machen und ich will euch eure Sachen ja einpacken, wo ich ja eh schon ein bisschen im Hintertreffen bin. Aber ich gebe mein Bestes. Na, wir ackern uns da ganz fleißig durch. Wir kriegen das hin. Wir machen mit der ersten Bestellung und dann mal fangen wir mit der an. Es ist echt eine ganz kleine, süße Bestellung, aber ein Einpackwunsch tatsächlich. Und auch für so kleine Bestellungen. Schreibt mir das gerne in die Anmerkung rein. Wenn ihr das irgendwie machbar machen lässt, dann machen wir das. Ne? Wenn ich natürlich, weiß ich nicht, 30 Einpackwünsche habe, Leute, das kann ich natürlich nicht machen, aber momentan hält sich das sehr in Grenzen. Ihr bestellt fleißig, ihr habt auch sehr, sehr viele Erstbesteller. Auch nochmal an euch ganz herzlichen Dank, falls ihr dieses Video seht. Vielen, vielen lieben Dank an eure Bestellung. Und das ist übrigens eine Bestellung für die liebe Sandra. Und die Sandra ist auch eine Erstbestellerin. Ich oute dich jetzt einfach, liebe Sandra, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe, du kommst aber gerne wieder.
Und die Sandra hat sich einmal Etiketten für Reststeinchen ausgesucht und einmal 60 Gramm Hartsteine. So einmal diese Etiketten, die kennt ihr ja schon, die habe ich euch schon ganz oft in die Kamera gehalten. Und tatsächlich habe ich vorgestern noch eine ganze Rutsche geschnitten und auch aktualisiert im Shop. Das heißt, da könnt ihr auch wieder zuschlagen. Es ist nicht nur ein Stück noch da, beziehungsweise es war, glaube ich, gar keins mehr da. Die sind jetzt wieder da. So. Genau. Dann brauche ich dafür einen Karton. Ich stelle nur gerade fest, ich darf in einem Video nichts trinken, was Kohlensäure hat. Ich habe leider das Problem, dass ich von Kohlensäure sehr, sehr aufstoßen muss. Und wenn ich damit euch rede und aufstoße, das ist nicht sehr nett. So. Hoffentlich hat es keiner gemerkt. Und wenn doch, Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. So, aber die Luft ist jetzt, glaube ich, raus. Deswegen ist es für mich tatsächlich auch gar nicht schlimm, wenn so Cola mal so 2 Tage absteht und dann die Kohlensäure so ein bisschen rausgeht. Das finde ich persönlich nicht schlimm. Wenn gar keine Kohlensäure mehr drin ist, dann finde ich das auch schon ein bisschen fies. Aber ich finde, bei Cola oder anderen Limonaden ist so unfassbar viel Kohlensäure drin. So unfassbar viel. Also ich kann euch nur eins sagen. Das ist... Wie sagt man so schön? Ah, ey, wir sind unter uns, ne? Ganz ehrlich, wir sind unter uns. Das ist eine Röpser-Garantie. Bei mir auf jeden Fall. Es ist halt so. Es war, ich kann es auch tatsächlich nicht abschalten. Die Luft will wieder raus. Mein Magen verträgt keine Luft. Der sagt, nee, die Luft ist mir zu viel. Geh mal woanders damit hin. Ich muss hier wieder raus. Und deswegen ist es für mich tatsächlich auch gar nicht schlimm, wenn die Cola ein bisschen abgestanden ist. So, wisst ihr, was wir machen? Ich packe das, glaube ich, so ein. Ich packe das mal weg. Wir packen das einfach so ein. Was hat sie denn? Hat sie denn noch irgendwas dazu bestellt? Nee, ne? Also sie hat sich auch nichts als Goodie ausgesucht. Wartet mal, ich muss mir hier die Luft ein bisschen rauslassen. Wenn ihr wisst, wie man die Luft am besten aus solchen Sachen rauslässt, einmal bis nach unten, umknicken, drücken und dann zumachen. Und wie ihr seht, jetzt ist hier so gut wie keine Luft mehr drin. Seht ihr das? Und dann kann man das auch schön verpacken. So, wenn du Luft rein haben willst, machst du einfach kurz wieder auf und dann ist es wieder schick. Wir brauchen aber noch ein Goodie. Was packen wir ihr denn für Goodie rein? Ich habe zwar nicht mehr viele, aber du kriegst AB-Steine als Goodie, liebe Sandra. So, das packen wir hier mit dazu. Und dann können wir das einpacken. Es schaut jetzt hier ein bisschen rüber. Eigentlich müsste ich diese, um die besser einpacken zu können, müsste ich diese Etiketten noch eins kürzer machen, nämlich auf 5 Stück kürzen. Aber ich finde, dann wird dieses Päckchen so dick. So ist es schon okay. Ich meine, es ist jetzt zum Einpacken ein bisschen blöd. Aber nur minimal. Ne? Also nicht so ganz so tragisch ist es jetzt nicht. Aber so. Wenn wir das nochmal umklappen. Und dann können wir das festpinnen. Oh, wo sind denn meine Dinger hin? Habe ich hier noch welche rumliegen? Ja. Schaut mal. So, zack. Und was brauchen wir noch? Genau. Und wisst ihr, was ich mir jetzt geholt habe? Ich packe ja meine Leinwände unten tatsächlich im Wohnzimmer ein. Warum ist das hier denn so dunkel? Ist das hier so dunkel? Aber ist das von hier wahrscheinlich der Schatten? Ich packe ja meine Leinwände unten im Wohnzimmer ein, weil ich die nicht irgendwie dreimal durchs Haus schleppen möchte. Und ich habe immer das Problem gehabt, dass ich natürlich auch Tesafilm brauche. Und ich habe, kennt ihr diese Plastikabroller, die man so ziehen muss? Oh Leute, das ist eine Katastrophe. Und ich muss ja meine Leinwände irgendwie fixieren. Das heißt, auf den Schaumstoffrollen fixieren. Und ich habe das immer zwischendurch auch meinen Abroller mit nach unten geschleppt und wieder hochgeschleppt. Das ist übrigens einer von Tesa. Man sieht, dass der schon alt ist. Ne? Der hat nicht mehr alle Gummifüße, das juckt mich aber nicht. Der ist wirklich gut. Der hat, oh, wie alt ist der? Lasst mich lügen. Der hat bestimmt schon seine 20 Jahre auf dem Buckel. Bestimmt schon. Aber ich finde... Da kann man wirklich, bei sowas kann man wirklich 2-3 Euro mehr ausgeben und man hat länger was davon. Und dann habe ich nach einer Alternative gesucht, weil ich gedacht habe, nee, ich habe jetzt die Faxendicke. Ich brauche für unten auch so einen Abroller. Und hab mir dann einen gesucht. War gar nicht so einfach, weil ganz, ganz viele echt mega leicht sind. Das sind nur so voll die Fliegengewichte. Ja, wenn ich da einmal dran ziehe, dann kommt mir der ganze Abroller entgegen. Da habe ich gedacht, nee, das kann doch nicht sein, ne? Ernsthaft? Gibt es hier keine vernünftigen Abroller, wo das Gewicht auch in Deutsch dran steht? Weil ich habe dann mal welche gefunden, da stand dann das Gewicht in Unzen, glaube ich, dran.
Und ich habe mir nur so gedacht, ja, weiß ich denn, wie man Unzen umrechnet? Nein. Also habe ich gedacht, dann nehme ich den halt nicht. Wenn da nicht in Gramm drin steht, hallo, für den deutschen Markt wäre das ja schon mal schön, ne? Dann habe ich gesagt, nee. Und dann bin ich tatsächlich wieder bei Tesa hängen geblieben und habe, es gibt diese, die nennen sich Orca, die sind so schwarz und weiß, halt in der Kombination. Und da stand dran, da stand halt auch das Gewicht dran und den habe ich mir dann gekauft und der ist echt gut schwer. Das heißt, der ist jetzt nach unten gezogen zu meinen Bildern. Den kann ich euch leider nicht zeigen, weil der unten steht. Aber der ist jetzt unten bei den Bildern und ich habe den schon ausprobiert. Der ist wirklich super. Der ist wirklich 1A. So, das haben wir eingepackt. Das sieht doch schick aus. Und liebe Sandra, du kriegst einen schmalen Karton. Den haben wir hier. Und ich habe sogar genug Flocken hier. So. Ups. Ich muss mal gucken. Ich habe mein Handy noch auf der Ladestation, mein anderes. Ich habe das gerade fast runtergerissen, weil das auch im Kabel hängt. Ja, und dann kommen wir jetzt noch Flocken rein. Aber der Tesa-Abroller ist wirklich gut. Und ich finde, da kann man auch wirklich 2-3 Euro mehr investieren. Dafür hat man aber was, was wirklich langlebig und auch schwer ist. Also du brauchst für einen Abroller, wenn du da wirklich an dem Tesa ziehst, brauchst du einen Abroller, der schwer ist. Es bringt dir kein Fliegengewicht was. Das bringt dir nichts, gar nichts. Da hast du dann so ein Fliegengewicht von Abroller und denkst dir so, ja, der kommt jetzt jedes Mal hinterher, wenn ich da was am Abrollen bin. Das bringt wirklich gar nichts. Und deswegen, da finde ich, also bei manchen Sachen muss man nicht immer teuer gehen. Da muss es nicht immer so das Teuerste sein, ne? Oder auch so Marken. Da kann auch so No-Name durchaus ausreichend sein. Aber ich finde, bei manchen lohnt es sich. Zum Beispiel hier auch, ne? Der Abroller, den ich hier habe, den habe ich ja jetzt auch schon. Wie lange habe ich das gute Ding hier schon? Wann habe ich das gekauft? Vor anderthalb, zwei Jahren? Vor zwei Jahren habe ich das gekauft. Habe ich das vor zwei Jahren gekauft? Vor drei Jahren. Das habe ich noch gekauft, da war ich, glaube ich, noch in Düsseldorf. Also vor drei Jahren habe ich das ungefähr gekauft. Ich liebe dieses Ding. Das ist wirklich super. Also, außer wenn man Haare mit reinmacht, wo kommt denn das Haar auf einmal her? Manche Sachen sind ihr Geld halt einfach wert. Sag mal, wo kommt denn das Haar her? Ich habe meine Haare im Zopf. Manche Sachen sind ihr Geld halt einfach wert. Da kann man wirklich auf Qualität achten und dann hat man halt auch länger was davon. Bei manchen Sachen reicht No-Name aus. Ich habe tatsächlich zum Beispiel bei einem Tacker auch die Erfahrung gemacht, dass die High-End-Tacker tatsächlich besser und mehr Blätter tackern. Das war so lustig im Büro, als wir noch sehr viel Papier hatten. Ich hatte einen Tacker von Anno dazumal. Also wirklich mega altes Ding. Ja, wirklich richtig alt. Das war Jahre alt, Jahrzehnte schon alt. Aber das hat, glaube ich, 8 bis 9 Blätter getackert. So. Oder war das der Locher? Nee, das war der Tacker. So. Und die neueren Tacker, die haben bei 5, 6 immer schon schlapp gemacht. Jetzt haben wir aber manchmal Sachen gehabt, wo du halt mehr Blätter tackern musstest. Du nimmst ja keinen riesen Tacker. Das sind ja dann Tackernadeln, die sind ja so breit. Aber du brauchst ja nur diese normalen Tackernadeln, weil 8 Blätter ist halt nicht viel. Und wenn du diesen riesen Tacker nimmst, dann gucken die Nadeln immer auf der anderen Seite wieder raus. Also auch keine so gute Option. Naja, und jedenfalls sind die Kollegen dann immer zu mir gekommen, weil die wussten, ich hatte so einen Tacker, mit dem man auch mehr tackern konnte. Und dann standen die Kollegen immer bei mir und so sagen, ich muss mal kurz was tackern. Kann ich mal deinen Tacker haben? Ich so, ja. Und es ist tatsächlich echt lustig, wenn die Kollegen dann jedes Mal zu dir kommen, weil die genau wissen, du hast einen Tacker, mit dem die dann tackern können. Und das war halt auch ein tatsächlichen, kein No-Name-Tacker, weil irgendwann ist man natürlich da hingegangen und hat gesagt, ja, wir brauchen ja für so billig, also für Büromaterial ja jetzt keine teuren Sachen kaufen. Da reicht ja so No-Name aus. Ja, wenn du nur 2, 3 Blätter tackern musst, bin ich da auch völlig fein. Aber wenn du mal mehr hast, da kommst du mit so einem No-Name-Tacker halt nicht hin, ne? Und ja, deswegen, also No-Name, hin und wieder gut, aber nicht immer. Es gibt ja viele, viele Sachen, wo man sagt, ey, da reicht No-Name super aus. Es schmeckt auch super gut und reicht für mich auch. Zum Beispiel diese Kellogg's Frosties, ne? Also kennt ihr ja als Kellogg's Frosties. Die gibt es ja auch in der No-Name-Variante. Und ich finde die auch mega gut. Ich finde die richtig, richtig gut.
Die No-Name-Varianten sind halt auch Cornflakes mit Zucker, mit so Zuckerguss drauf. Und das ist aber auch eine Geschmackssache. Bei manchen Sachen, wenn man da nochmal das Original isst, merkt man halt schon den Unterschied. Aber wenn man jahrelang das Gleiche gegessen hat, dann sagt man, ist alles fein. Also ich esse tatsächlich diese in günstig halt auch mega gerne. Weil ich sehe es da nicht ein für so ein Produkt, was ich genauso gut oder was mir genauso gut schmeckt, dann irgendwie das Doppelte als Preis zu bezahlen. Das sehe ich doch gar nicht ein. Also es kommt immer darauf an, was es halt ist. Aber da bin ich halt, ich glaube, da seid ihr, da könnt ihr mir beipflichten, dass es manche Sachen gibt, die im Original besser schmecken als in der nachgemachten Variante. Und manchmal auch umgekehrt. Zum Beispiel Ferrero, ne? Habe ich zum Beispiel diese weißen Kugeln mit dieser Mandel drin? Habe ich im Billig noch nie irgendwo gefunden, die genau so gut schmecken? Warum? Ich weiß es nicht. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, habe ich noch nicht gefunden. Aber alles gut. Kommt halt so, ist halt so. Was machen wir denn jetzt? Wir brauchen jetzt noch das nächste. Wir machen das nächste Päckchen. Und das sind die zwei Sachen. Hier fehlt aber was. Hier fehlt noch was. Das, was fehlt, ist nämlich der Sonnenblumengnom. Der muss auch noch dabei. Und das ist übrigens eine Bestellung für die liebe Tula. Tula, dein Wunsch ist mir Befehl. Auch du wirst eingepackt. Also nicht du, aber eine Bestellung. Wo habe ich denn jetzt? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe so Glitches in der Matrix. Ah, da. Ich habe gerade überlegt, wir hatten gerade eben auch so ein Schälchen, wo ich meine Sachen drin hatte. Und ich habe gerade überlegt, wo ich das andere hingeräumt habe. Ja, mein Tisch ist irgendwie doch so groß, dass ich dann immer der überlege, wo ich das hingepackt habe. Nee, weil ich packe die gerne mal zusammen, damit die hier nicht überall rumfliegen. So, die Tula hat sich zweimal Releasepapier bestellt. Einmal große Erdbeeren, einmal kleine Erdbeeren und ein Sonnenblumengnom. Und das möchtest du haben und das sollst du kriegen. Ich brauche jetzt allerdings erstmal was zum Einpacken. Und zwar einmal, einmal, einmal Seidenpapier. So. Müssen wir auch noch kürzen, sonst ist das nämlich zu breit. Das ist beim Einpacken immer ein bisschen schlechter. Das eben war nämlich auch das falsche Seidenpapier eigentlich. Ich habe das ja in verschiedenen Breiten und in verschiedenen Längen, dass ich idealerweise immer für euch die Sachen dann so gut wie es geht dann irgendwie einpacken kann. Und dann manchmal vergreife ich mich auch. Und dann denke ich hinterher so, ja, das andere wäre besser gewesen, aber gut. So, einmal Magnet dran, zack, ins Tütchen. So, liebe Tula, du hast ja auch nicht ausgesucht, was du als Goodie haben möchtest. Aber wenn du schon anfängst, Release Paper zu sammeln, weißt du was? Ich habe nämlich erstmal ganz viele neue abgepackt. Ich habe 25 Stück gepackt. Also ihr könnt die jetzt auch wieder mit dazu bestellen. Release Paper Goodies. Da sind immer zwei Blätter A9x13 drin. Entweder als normale Variante, hin und wieder gibt es die auch als B-Qualitäten mit so ganz kleinen Makeln. Da ist mal so ein kleiner schwarzer Druckfleck drauf oder so. Das beeinträchtigt das Papier überhaupt nicht, aber das hat so ein kleiner Fleck drauf, ne? Ich möchte die halt nicht gerne wegschmeißen. Und damit ihr euch das Papier halt einfach mal angucken könnt, seid ihr damit zufrieden? Ist das für euch beweglich genug? Lasst ihr das gut drauf und lässt sich das gut wieder ablösen und so weiter? Da sind so kleine Druckfehler, die fallen manchmal gar nicht auf. Ich sehe sie aber beim Drucken und deswegen werden die auch aussortiert. Manche haben halt oben am Rand dann so kleine schwarze Stippen noch vom Drucken. Das ist dann so ganz, aber man sieht es halt, wenn man es weiß und deswegen, also die verkaufe ich auch nicht. Die drucke ich dann halt einfach nochmal aus und dann schneide ich nochmal ein Päckchen. Aber da bleiben halt immer welche übrig und die wandern halt ganz gerne in die, entweder in die Goodies. Oder ich muss mal überlegen, ob ich mal irgendwann mal so B-Ware Päckchen mache mit so kleinen Druckfehlern und so und dann für einen Schnapper das anbiete. Aber das weiß ich tatsächlich noch nicht. Mal gucken. Für eure Goodie Bags habe ich auf jeden Fall noch was. Und zwar hatte ich ja mal Mystery-Pakete und da sind tatsächlich noch echt viele übrig, die jetzt halt da reinwandern. Das heißt, ihr habt da auch schon mal Designs drin, die es nicht im Shop gibt. Ne? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch so ein Mystery-Päckchen mitzunehmen als Goodie. Aber es ist natürlich eure Entscheidung. Wenn ihr sagt, nee, komm, ich möchte lieber runde Steine, runde AB-Steine, eckige AB-Steine, ich möchte lieber Mini-Magnet haben oder ich möchte lieber das haben. Hey, es ist eure Wahl.
Und die lasse ich euch auch. Ne? Ich will gar nicht für euch immer mitbestimmen. Klar, wenn ihr nichts aussucht, dann suche ich was aus, was passen könnte für eure Bestellung, was für euch vielleicht passen könnte. Ich liege ja auch manchmal gar nicht so falsch. Aber ich liege halt auch nicht immer richtig. Ne? Und deswegen... Ja. Ein Goodie ist ja auch einfach nur ein kleines Dankeschön für die Bestellung. Ne? Ich meine, ich kann halt nicht so riesen Goodies da einpacken, dass ich jetzt sage, ich packe jetzt euch Full-Size-Größen von dem oder dem ein. Das funktioniert halt nicht. Da müsste ich die Preise im Shop so anziehen, dass ich das einfach, dass das sonst nicht funktioniert. Und das will ich aber nicht. Ich will meine Preise im Shop ja gar nicht anziehen, weil ich finde, die Preise sind eigentlich so gut, wie sie sind. Und deswegen bin ich da auch total fein mit. Nur es gibt dann halt keine Riesen-Goodies. Ne? Klar, wenn man eine Riesenbestellung ist oder so und wirklich eine teure Bestellung oder eine sehr große Bestellung, dann gucke ich auch schon mal, was passen könnte. Ich hatte letztens eine Bestellung, da ist das Goodie auch etwas spezieller gewesen. Aber es kommt halt immer drauf an. Klar, Riesenbestellung, da packe ich auch schon mal ein bisschen was mehr rein. Oder mal ein kleines Dankeschön oder so. Ne? Aber das ist halt auch kein Muss. Es ist ja alles... Sagen wir es mal so, es ist ja alles auf freiwilliger Basis und theoretisch bin ich ja noch nicht mal verpflichtet, euch ein Goodie reinzupacken, ne? Und ich mache es aber, weil ich es einfach schön finde. So. Tada. Liebe Tula, dein Päckchen geht auch auf die Reise. Also ich versuche tatsächlich jetzt dieses Wochenende noch so viel es geht von euren Bestellungen abzuarbeiten. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn die ein oder andere Bestellung doch mal ein bisschen länger dauert. Ich versuche mich da echt durchzukämpfen. Und letzte Woche war halt auch viel los im Büro. So dass man da halt auch nicht immer sagen konnte, ich kann jetzt so richtig pünktlich Feierabend machen. Und selbst wenn, habe ich dann halt auch immer noch mal einen Tag in der Woche, wo ich dann halt nicht so viel machen kann, weil ich dann Nachmittag noch mal im Büro was arbeiten muss. Und dann hänge ich dann immer so ein bisschen. Das ist halt so, jeder, der von euch so mal geteilten Dienst hat, der kann das nachvollziehen. Dass das halt, du kannst davor und danach nichts richtig machen, weil irgendwie ist der Tag dann durch. Ne? Also klar, versuche ich immer noch ein paar Kleinigkeiten zu machen, das mache ich auch noch, aber trotzdem, du kannst halt nachmittags nicht irgendwas machen, weil du weißt ja, du musst gleich wieder an die andere Arbeit. Ne? Du kannst danach, ist es dann aber auch schon so spät, dass du dann auch denkst, oh, ich bin echt durch heute. Aber so Kleinigkeiten zum Vorbereiten oder so gehen dann immer. Ich habe den einen Tag habe ich meine Release Paper Goodies noch vorbereitet, den anderen Tag habe ich noch unten Sachen geschnippelt, dann habe ich nochmal wieder Release Paper geschnippelt. Also es geht immer irgendwas, was man so noch findet, was man so noch machen kann. Also das funktioniert schon. Was machen wir denn jetzt? Was habe ich jetzt nicht gemacht? Ich wollte eigentlich mal was gucken. Kann ich? Das Album? Nee, das kriege ich hier nicht rein, oder? Oh, das geht, könnte doch gehen. Das könnte eventuell doch gehen. Wartet mal. Ich muss jetzt nur noch so eine dünne Dings holen. So, schaut mal. Ich habe mir jetzt noch einen Karton vorbereitet. Und ich will mal gucken, ob das hier reinpasst. Ja, doch, es passt. Aber knapp. Aber es passt. Das heißt, die Bestellung, die jetzt kommt, die können wir in so einen kleinen, schmalen Karton verpacken. Was natürlich auch super ist, weil wir gar nicht so viel Verpackungsmaterial benötigen. Was immer sehr, sehr geil ist. Kleine Pakete, die auf die Reise gehen, beziehungsweise Warenpost, funktioniert tatsächlich immer gut. Und ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Übrigens, ich habe noch eine Neuigkeit bezüglich der Warenpost und den Paketen. Also, bezüglich der Warenpost und den Paketen bin ich immer noch dabei herauszufinden, wie das Ganze mit der Deutschen Post funktioniert. Und jetzt haltet euch fest. Ich bin tatsächlich ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte euch einerseits natürlich weniger Versandkosten in Rechnung stellen, was natürlich auch für euch dann immer cool ist, weil dann könnt ihr vielleicht für den gleichen Preis noch irgendwie eine Sache mehr mitnehmen oder weniger. Oder ihr spart halt einfach Geld und könnt euch davon noch ein Eis kaufen gehen. Ne? So sagt man ja so schön. Das Problem an der Ecke ist nur, ja, ich kann Sachen per Warenpost verschicken, die sind versichert und haben eine Sendungsnummer, das heißt alles tutti, ist gleichgesetzt wie bei einem Paket, wie dem kleinen Paket. Da zahle ich weniger. Aber, jetzt kommt das Aber, ich dachte, bei Paketen, da zahle ich das und das und das und das und alles gut, ne? Ja,
Nee, leider nicht. Also wenn ich über einen Privatkundenaccount mir die Pakete labeln lasse, komme ich günstiger, als wenn ich es über die Post mache, weil ich vermute, dass die Post eine Staffelung drin hat. Und aktuell bin ich halt in der schlechtesten Staffelung drin, die es gibt. Und ich zahle entsprechend für die Pakete halt echt mehr. Und das ist halt schon, wo ich mir denke, so, puh. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfacher zu labeln, ne? Weil ich kann es direkt aus meinem Shop-System heraus machen. Eure Adressen sind richtig drin, das heißt, ich kann mich da auch nicht verschreiben und so weiter. Ihr kriegt dann auch direkt eine Sendebenachrichtigung, könnt es vielleicht auch leichter verfolgen. In der Hinsicht ist es mega gut, aber es ist teurer. Ich zahle bei jedem Paket, also wenn ich von euch 5,50 € bekomme für Versand, zahle ich aber teilweise zwischen 6 bis 7 Euro für so ein Paket. Und da habe ich mir nur gesagt, das kann doch nicht sein. Das hier gibt's doch nicht. Ich habe dreimal rumgerechnet. Doch, ist tatsächlich so. Und deswegen ist tatsächlich momentan die Warenpost das einzige Mittel, was mir hilft, diese Versandkosten wieder zu regulieren, sodass wir da keine Erhöhung machen müssen, weil ich kann doch nicht jedes Mal Versandkosten drauflegen. Das geht ja nicht. Das heißt, wenn ich euch Warenpost schicke, ist das auch okay. Aber momentan fängt die Warenpost die anderen Kosten auf. Ne? Will aber trotzdem mal gucken, ob ich für euch so ein paar Sachen irgendwann doch runter reduziere, weil ich das halt einfach ein bisschen schöner finde. Wird zwar nicht viel sein, aber hey, auch wenn es nur ein Euro ist besser wie nichts. Ne? So, was haben wir die nächste Bestellung? Haben wir für die liebe Heidrun. Die Heidrun hat bestellt. Und zwar, schaut mal. Und zwar Aufkleber ohne Steine, ohne Steine, ohne Steine und ein Stickeralbum. Das Stickeralbum mache ich gleich oben drauf. Wir gucken erstmal, was hat sie sich bestellt? Die 652, das sind diese zwei. Seht ihr das so? Könnt ihr das sehen? Mit den Tierchen. Dann hat sie sich die 659 bestellt. Das ist einmal die Winter- und Herbst-Edition. Und übrigens, bei dem Stern könnt ihr super geil Metallic-Goldsteine draufsetzen. So richtig geil. Goldsteine in rund, perfekt. Perfekt für diesen Stern. Dafür ist er nämlich gemacht, tatsächlich. Genau, das kommt einmal dazu. Und dann hat die liebe Gudrun sich noch dieses ausgesucht. Die 655. Das ist einmal das Blümchen und ja, hier so ein paar Tierchen auf der anderen Seite. Blümchen und Libelle und noch ein Schmetterling. Und das Coole ist, alles ohne Steine. Das heißt, die Gudrun wird wahrscheinlich ihre eigenen Steine verwenden. Entweder normale Steine, AB-Steine, Strasssteine, was ihr auch da habt. Ihr könnt die selber benutzen. Ihr habt hier ja eure Legende. Die ist nicht nach DMC sortiert, macht aber auch nichts dafür, ist sie nach Symbolen sortiert. Und ihr seht, wie viele Steine ihr ungefähr braucht. Und ihr seht ungefähr, welche Nummer ihr braucht. Das heißt zum Beispiel hier bei der 5200 könntet ihr natürlich auch die 5200 an der B nehmen. Oder die 796 entweder in Fairy Dust rund oder in AB rund oder was auch immer. Und so könntet ihr gucken, oh, was habe ich denn da? Was habe ich als AB? Was möchte ich als AB? Was möchte ich als Fairy Dust? Was möchte ich als Metallic Steine? Ihr könnt euch da richtig, richtig, richtig austoben. Und das ist das Geniale an den Stickern, wenn ihr die ohne Steine bestellt. Ihr könnt auch eure Strasssteine benutzen, wenn ihr die habt. Ihr könnt euch dann daran orientieren, okay, welche Farbe brauche ich? Die seht ihr ja hier auf den Bildern ungefähr. Das heißt, hier könntet ihr zum Beispiel bei dem Känguru, bei der ganz hellen, könntet ihr so ganz hellgelbe Strasssteine benutzen und dann normale Steine drumherum und die öcheln dann auch wieder in Strass. Sieht mit Sicherheit auch richtig geil aus, ne? Oder hier, auch dunkle AB-Steine und dann vielleicht noch normale Steine. Da kann man halt richtig, richtig viel variieren, ne? Also ihr könnt dann richtig gucken, was gefällt euch, was habt ihr da und könnt dann eure Reststeine, auch die ohne DMC-Nummer im Übrigen, sehr, sehr gut verwenden. Ihr müsst halt immer nur gucken, was habe ich ungefähr für Farben, wie müssen die aussehen. Bei dem Chamäleon zum Beispiel habt ihr ein dunkles Rot und ein helleres Rot. Das heißt, da solltet ihr schon zwei Farbnuancen nehmen, die sich so ein bisschen unterscheiden, dass ihr dann halt auch das gut erkennen könnt im Chamäleon. Du hast hier runde Steine in AB ausgesucht. Haben wir hier. Passt das irgendwo? Ja, gucke mal.
Also könntest du zum Beispiel für die Libellenflügel nehmen oder auch für die Blume oder auch für den Schmetterling innen, könntest du sehr, sehr gut deine Goodiesteine benutzen. Ich hoffe, ich habe dir damit eine Freude gemacht und du freust dich darüber. Dann packen wir das hier rein, beziehungsweise hier kommt erstmal das Release Paper Album drauf. Ich sabbel euch heute die zu Tode. Ich sabbel euch heute echt voll, das macht aber nichts. Ich mache es heute gerne, okay? Okay, dann kommt noch das Goodie drauf und dann können wir das zumachen. Und was brauchen wir nicht? Wir brauchen kein Verpackungsmaterial. Wir können das jetzt einfach zumachen. Geht an die Reise, an die liebe Gudrun. Und viel Spaß beim Auspacken und viel Spaß beim Painten vor allen Dingen. Ich glaube, mit den Stickern habe ich echt viel richtig gemacht. Die sind super, super gut bei euch angekommen. Werdet ihr auch gleich sehen. Wir haben noch 2 Stickerbestellungen mit Stein. Ja, ich freue mich mega, dass die so gut angekommen sind. Habe ich nicht mitgerechnet, wirklich nicht. Aber ich bin umso glücklicher, dass es so gut funktioniert. Und ja, die ersten Ergebnisse konnte man auf TikTok schon sehen. Die liebe Natz hat nämlich auch schon welche gepainted und auch schon online gestellt. Und ja, also ich bin sehr, sehr happy, dass ich das gemacht habe und dass ich die auch mit und ohne Steine habe. Weil es gibt natürlich einige von euch, die sagen, pass mal auf, mit Steine finde ich cool. Oder ihr mixt halt ganz, ganz gerne auch. Ne? Dass ich habe schon welche gehabt mit und ohne Steine, dass ihr dann einfach guckt, okay, wo habe ich denn viele Steine, in welcher Farbe und welche bräuchte ich denn vielleicht noch und bestellt dann einfach ein mit Farbe, ein mit Steinchen, ein ohne Steinchen. Und das Gute ist, wenn ihr noch Steinchen übrig habt von den Mitsteinen, die könnt ihr wegsortieren, könnt ihr für irgendwelche anderen Projekte benutzen. Es wird nämlich noch richtig coole Sachen geben dieses Jahr. Ja, haha. Ups. Oh Mann. So. Du, 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 du. Genau, so schaut's aus. Jetzt habe ich hier nicht draufgeschrieben, wie viel das wiegt. Das ist natürlich auch schlau, ne? Habe ich nicht draufgeschrieben, wie viel das Päckchen wiegt. Und ich habe nicht draufgeschrieben, welche Nummer das ist. Alter Schmiede, doch habe ich. Die Nummer steht drauf, aber wie viel Stiftkappe im Mund. Ich habe nicht draufgeschrieben, wie viel das wiegt. Ich habe nämlich eine Fußwaage, wo ich immer wiegen muss, wie viel die Sachen wiegen, weil das tatsächlich bei der Post nach Gewicht geht. Und ja, deswegen muss ich da immer so ein Ding drauf unten stehen haben, damit ich weiß, wie viel die Sachen wiegen. So, da kommen jetzt noch die Sticker drauf. Ja, ich bin mit den Stickern total happy. Wirklich, echt mega, mega gut. Und ich denke mal, ich werde das auch nochmal irgendwann machen, weil Sticker finde ich echt gut. Ist echt praktisch und bei Anhängern bin ich mir tatsächlich nicht so sicher. Ich glaube, Anhänger möchte ich nicht machen, aber Sticker kann man ganz gerne mal so zwischendurch machen. Und vielleicht können wir ja auch mal so A5 Sticker machen. Obwohl, da ist immer die Frage, wo klebt man die da drauf? Ne? Aber ich meine, die Sticker sind jetzt auch nicht mega klein, aber sind auch nicht so riesig. Ne? So, dann gucken wir mal, wie schwer das Päckchen ist. Okay, haben wir das nächste schon mal fertig. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt hier am Wochenende jede Menge Labels bekommt. Die gehen alle am Montag mit raus. Und ich habe tatsächlich von der Post jetzt auch eine Kiste bekommen, wo ich meine Warenpostsendung, weil es sind ja immer nur diese kleinen Päckchen, wo ich die tatsächlich reinmachen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Fand ich sehr nett. Ich hatte da einen echt netten Postabholer am Mittwoch. Und den habe ich gefragt, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da so mal so eine Kiste zu bekommen im Austausch? Weil es für die natürlich auch immer blöd, weil die müssen die Warensendung ja nur mitnehmen. Das heißt, müssen sie nicht, aber tun sie, weil im Endeffekt ist es gut wie gesprungen. Und die müssen die halt immer einzeln durch die Gegend tragen. Und es ist halt so, in der Kiste ist es halt natürlich besser, die kann man besser anfassen. Ne? Eben ist meine Stiftkappe, sieht schon ziemlich, wie soll ich sagen, ein bisschen ramponiert aus. Immer in die Gusche. Aber tatsächlich ist es für mich tatsächlich oftmals der bessere Weg, diese Stiftkappe nicht zu verlieren. Wirklich. Es ist, wie oft ich diese Kappen suche. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Es könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe hier schon mal einen Karton. Es ist ein gebrandeter Karton. Aber ich glaube, für diejenige, die jetzt das nächste Paket bekommt, ist es nicht schlimm. Dafür passt das, was da rein muss, super gut rein. Na? Wir schauen mal. Und zwar haben wir ein Päckchen für die liebe Carina. Die Carina hat nämlich zweimal bestellt. Und bei dem einen, die hat sich zwei verschiedene Goodies ausgesucht. Liebe Carina, du kriegst ein Goodie.
Und ich glaube, ja, welches gebe ich dir denn jetzt? Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall hast du dir tolle Sachen ausgesucht, die ich natürlich dir auch zukommen lassen möchte. So, einmal runde AB-Steine als Goodie und einmal Magnet. Ich glaube, ich gehe mit den runden AB-Steinen. Ich weiß nicht warum, aber. Oder nehmen wir die Magnete? Nehmen wir das, nehmen wir den Magneten oder nehmen wir die AB-Steine? Ene mene mu? Ach komm. Wir nehmen die Magnete. Was nimmst du denn? Ah, du kriegst so einen süßen hellblauen Knutschmund. So, zack, erledigt. Und jetzt machen wir was, was wir normalerweise ja nicht so häufig tun. Und zwar hat sie sich nämlich noch eine Magnetbox aus Holz ausgesucht. Was ihr da zufällig noch machen könnt. Zufällig ist auch blöd, ne? Aber die Magnetboxen sind tatsächlich echt unterbewertet, weil ihr könnt die euch auswählen, ob ihr die mit einer Platte oder mit zwei Platten haben wollt. Die Karina hat sich die mit einer Platte ausgesucht. Das heißt, unten ist eine Platte drin, oben ist leer. Ja, also könnt ihr theoretisch selber noch irgendwas draufkleben, wie auch immer, könnt ihr auch so lassen. Und die könnt ihr euch selber noch verzieren, bekleben. Ihr könnt dann auch noch kleine runde Füßchen, so Halbkugeln dran machen, ne? Dass ihr die dann so stehen habt. Ihr könnt die vorne bepainten an der Seite und so weiter. Also das könntet ihr bepainten, ja, also doch bekleben. Oder ihr macht da so Servettentechnik oder was es auch immer gibt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, so eine Box halt auch zu verzieren. So, passt das jetzt hier rein? Ja, das ist schwierig. So, ich packe das Goodie nämlich da mal rein, weil sie hat sich nämlich auch noch ein Magnet bestellt, und zwar ein Drachen. Den packe ich auch noch mit rein. Der sollte dann auch nicht durch die Gegend flattern. Dann kriegt sie auch noch ein Gegenmagnet logischerweise dabei. Der kommt hier einmal so drauf. Der geht dann auch, den kann sie sich dann mit dem Papier dann einfach rausheben. Und da wir das ja noch ein bisschen polstern müssen, da kommt nichts anderes rein, weil ich finde, bei dem Holz ist das leider ein bisschen schwierig. Das Holz ist nämlich sehr empfindlich. Und damit das halt nicht kaputt geht, auch von innen nicht so Macken kriegt, das ist nämlich tatsächlich Weichholz, polstere ich das von innen auch aus. Und der Drache zum Beispiel, der kann auch nicht mehr verrutschen, ne? So, dann kann ich die Kiste einmal zumachen. Die hat hier vorne so einen schönen Schnapper dran und halt hinten die Dinger. So, und die packen wir jetzt gleich auch noch ein. Das heißt, wir haben einmal den Magneten haben wir, die Holzbox haben wir. Wir haben noch zwei Pinzetten. Jetzt habe ich nämlich noch zwei Pinzetten aus dem Shop ausgesucht. Einmal mit einer krummen Spitze und einmal mit einer geraden Spitze. Bitte immer wieder die Kappen drauf machen, weil die Spitzen sind schon spitz. Aber sie sind nicht so schnell verbiegbar wie jetzt bei ganz langen Pinzetten. Deswegen ist die Pinzette tatsächlich auch ein bisschen kürzer. Aber trotzdem spitz und trotzdem super gut zum Painten und auch zum Runterknibbeln. Dazu habe ich aber noch was für euch. Und das wird auch. Ich denke mal, in 2, 3 Wochen wird es den nächsten Launch geben. Beziehungsweise, ich bin immer schon am Überlegen, ob ich für euch einen Winterschlussverkauf mache. Das heißt, ich gehe einmal durch den ganzen Shop und werde ganz, ganz viele Sachen für euch runter reduzieren, damit ich einfach ein bisschen Platz im Lager kriege. Ich bin mir aber noch tatsächlich noch gar nicht sicher, weil ich möchte erstmal eure Bestellflut abarbeiten. Das ist tatsächlich momentan meine Prio 1, damit ihr eure Bestellung kriegt. Wenn ich da jetzt Herr des Hauses bin oder so ein bisschen Herr der Sinne und so ein bisschen die so wirklich nur noch so ein paar Reste da sind, dann werde ich mit euch wahrscheinlich einen Winterschlussverkauf machen. Weil der Frühling ist da und die Sommer, ne? Und deswegen, wir gucken dann einfach mal, was wir dann reduzieren. Und dann wird es vielleicht auch so richtig schön Ramazamba geben und dann könnt ihr auch nochmal richtig zuschlagen bei vielen Sachen. Und ja, ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Ich muss mir nur mal überlegen, was wir dann runter reduzieren. Ich weiß, dass ihr den einen oder anderen Wunsch habt, aber so gerade die neueren Produkte, die kann ich nicht runter reduzieren, weil die natürlich auch immer schon so echt knallhart kalkuliert sind. Aber bei den älteren Sachen sind auch hart kalkuliert, aber einfach damit wir ein bisschen Platz kriegen, damit wir neue Sachen in den Shop tun können. Wäre es halt gut, wenn das eine oder andere dann ein bisschen reduziert auch rausgeht.
Ich habe nämlich auch noch an ein paar Bilder gedacht, die ich dann auch gerne runterreduzieren würde. Und vielleicht hat der eine oder andere dann ja einen Grund, sich das Bild dann endlich zu kaufen. Ihr wisst, wie ich es meine. So, passt mal auf, was ich für euch habe. Für euch Schnuckis habe ich was ganz Tolles. Ich muss jetzt allerdings noch mal was suchen. Ups, ich muss noch mal unter den Tisch krabbeln. Wartet, ich bin gleich wieder für euch da, wenn ich fertig gekrabbelt bin, okay? Also, einmal umbringen. Mann, ey. So halb und kennt ihr das, so halb auf dem Stuhl sitzend mit dem Arsch? Bloß nicht vom Stuhl aufstehen und dann halb so unterm Tisch versuchen, irgendwelche Sachen runterzukrabbeln. Ja, also es geht eigentlich nur darum, ich hatte eine Kiste unterm Tisch stehen und an die musste ich dran, um euch das zu zeigen, was ich jetzt Schönes für euch demnächst im Shop habe. Und das wird es nicht im Winterschlussverkauf geben. Also nicht im Sale. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Bei der einen bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber tatsächlich könnte das auch eine gute Geschichte sein. Die muss man halt ausprobieren. Bei der anderen bin ich tatsächlich sehr von überzeugt. Und zwar handelt es sich um, da wir hier Pinzetten haben, die Pinzetten neueste Generation. Und zwar Pinzetten mit einer Keramikspitze. Die sind nicht sehr spitz, also ihr könnt euch da nicht dran verletzen, es sei denn, man übt Gewalt aus. Ich habe die Pinzette tatsächlich schon ausprobiert und habe damit meine Steinchen auf die Stifte gesetzt, die ich letztens verschickt habe. Und ich war sehr begeistert, das ließ sich sehr gut machen. Vor allen Dingen auch, wenn ihr. Ich habe das zum Beispiel, ich habe ja. Ich fange mal anders an. Um die Stifte kommt ja immer ein Klebestreifen drumherum und wo ich ja auch immer den Streifen abziehen muss. Und bei den herkömmlichen Pinzetten ist es so, dass ich dann immer auch oftmals den Klebestreifen wieder mit runterziehen wollte. Mit dem hier habe ich tatsächlich es geschafft, nur den Streifen, den ich runterziehen wollte, runterzuziehen, weil die Pinzette nicht zu spitz ist, um dass sie alles runterzieht. Bei der Pinzette bin ich jetzt noch gar nicht, muss ich mal gucken, inwiefern sich das lohnt, weil die ist halt schon sehr gebogen, ne? Sehr, sehr, sehr gebogen. Aber kann natürlich auch funktionieren mit so einer gebogenen Spitze, weil man ja dann eher so paintet von oben, ne? Ich probiere die auf jeden Fall nochmal an meinem Bild aus. Bei der bin ich aber schon überzeugt, dass das echt gut funktioniert. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gesehen. Und der Vorteil dabei ist auch, wenn ihr zum Beispiel AB-Steine habt und die sowieso mit Pinzette setzt, dass ihr euch die Beschichtung nicht so schnell kaputt macht, wie mit einer spitzen Edelstahlpinzette. Und deswegen wird es dann demnächst auch diese beiden süßen Schätze im Shop geben. Welche Preise, weiß ich noch nicht, ich muss noch mal rechnen, aber die wird es im Shop geben. Und ich bin mal gespannt, wie die bei euch ankommen werden. Tatsächlich sind die Dinger hier auch austauschbar. Die kann man sich auch theoretisch noch mal nachbestellen. Ich werde sie nicht nachbestellen und in den Shop stellen, weil tatsächlich, was soll ich sagen, die Keramikspitzen teurer sind wie die ganze Pinzette. Findet den Fehler. Ist total bescheuert. Ich habe auch erst überlegt, mir halt die Pinzetten plus dann noch die Keramikspitzen zu bestellen. Und als ich das machen wollte, habe ich gedacht, so, hä, warum sind die denn so teuer? Die Pinzetten waren noch gar nicht so teuer. Ja, die Spitzen sind tatsächlich teurer wie die Pinzetten. Also, was ich auch irgendwie total komisch finde, weil normalerweise würde ich ja sagen, die ganze Pinzette ist teurer. Und bei den Spitzen brauchst du ja nur die Keramikteile, du brauchst ja noch nicht mal die Schrauben, hast du ja noch. Nee, das ist tatsächlich teurer. Aber ja, so ist das halt. So, machst du nichts? Kannst du machen nichts, musst du gucken zu. Aber das wollte ich euch nochmal zeigen. Also, ihr kriegt auch schöne Spoiler hier in dem Video. Und ich glaube, dass das mit dem Winterschussverkauf schon cool ist. Und ich habe auch schon eine Idee, was ich noch mit in den Winterschussverkauf packe. Muss ich mal gucken. Ja, muss ich mal kicken. So, also hier brauchen wir auf jeden Fall noch einmal für den Stift, weil sie hat sich nämlich auch noch zwei Stifte ausgesucht. Einmal mit den Silberball und Ringen. Nee, tatsächlich ist das jetzt der falsche. Ich muss den Mixstift haben. Wartet. Ja, den ist es der falsche. Es war dann mit den Ringen. AB und bunte Kugeln. Also das einmal mit AB-Kugeln und bunte Kugeln zwischendrin. Genau.
War nicht mit Ringen, genau. Beinahe hätte ich hier den falschen geschickt, das wäre uncool gekommen. So, aber wir haben jetzt alles. So. Alles komplett. Ich habe euch nochmal die neuen Pinzetten gezeigt. Die sind nämlich letztens angekommen und ich war sehr happy und habe gedacht, oh, die mit der geraden Spitze, die probiere ich direkt mal aus. Weil ich das Problem bei meinen Stiften auch habe, wenn ich euch da irgendwie Metallicsteine oder AB-Steine draufsetze, dass ich halt immer gucken muss, dass ich da nicht so fest drücke, um euch die Beschichtung irgendwie kaputt zu kratzen. Passiert mit so einer Spitzenpinzette nämlich schon mal schnell. Mit der Keramik ließen die sich auch mega gut setzen. Ich fand teilweise sogar noch besser wie mit der herkömmlichen Pinzette. Aber ja, ich werde das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich werde das auch mal beim Painten ausprobieren. Ich finde die ganz gut, aber es ist auch immer Geschmackssache. Was ihr nicht damit machen könnt, ist Steinchen runterbuddeln. Also irgendwie Steinchen wieder vom Bild entfernen, runterkratzen. Das funktioniert nicht, weil halt einfach diese Spitze zum Runterhebeln fehlt. Da bräuchtet ihr eine normale Pinzette oder ihr müsst das mit der Stiftkante machen. Also mit dem Stift und dann so drunter gehen unter eine Ecke und die hochhebeln. Ja, zumindest bei eckigen Steinen. Bei rund könnte es tatsächlich aber funktionieren. Weil bei rund haben wir ja keine Ecken. Ja, okay. Passt mal auf. Wir müssen das jetzt auf jeden Fall erstmal schön einpacken. Okay? Einpacken. Ich habe mir Luftpolsterfolie geschnappt. Aber das ist jetzt so ein Riesending. Und ich muss mal gucken, wie ich die kaputt schneide. Ich hasse Luftpolsterfolie, okay? Ich hasse sie einfach. Luftpolsterfolie ist mein Endgegner, wirklich. Mein absoluter Endgegner. Aber es muss ja sein, es hilft ja nichts. Also ihr hört mich jetzt knistern und ein bisschen wahrscheinlich gleich auch fluchen. Aber es hilft nichts. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie breit ich es hier brauche. Damit ich ungefähr abschätzen kann, wo ich schneiden muss. Das einzige Gute bei der Luftpolsterfolie ist, dass man da so auch Linien quasi hat. Aber die lässt sich so beschissen. Ich brauche irgendeine andere Schere, wo ich damit besser schneiden kann. So. Ich glaube, das passt. Und der ganze Rest hier wieder auf Seite. So, nur einmal die Ecke, den Rand schön abschneiden. So, die kann man nochmal nutzen. Ich habe noch so einen unordentlichen Rand, ja, der sieht nicht schön aus, aber hier kann man noch kleinere Teile nutzen, um mal Magneten einzupacken. So, und jetzt haben wir hier so ein schönes Stück. Und da kommt jetzt, was kommt da rein? Nämlich unsere schöne Box. So. Schön einpacken. Und, ach übrigens, was ich euch noch erzählen wollte. Ihr wart ja letztens so gierig auf die 3D-Stifte, ne? Und was soll ich euch sagen? Ich habe noch mehr 3D-Stifte gedruckt. Und noch mehr in Regenbogen, also im Farbverlauf. Und da bin ich ja mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und diesmal, also wenn ihr euch diesmal auch drum klopft, ne? Kloppt. Ja, dann weiß ich es wirklich nicht mehr, weil diesmal habe ich tatsächlich auch von vielen viel. Viel heißt bei mir über 10 Stück pro Farbe, also pro Kombination pro Farbe. Ich hoffe ja mal, das reicht aus. Die noch einen Stift übrig haben, ihr habt zuerst die Auswahl und könnt euch dann schon mal aussuchen, was ihr haben möchtet. Und ansonsten, der Rest kommt dann in den Shop. Das ist also überhaupt kein Problem. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also es wird demnächst wieder Stifte geben, 3D gedruckt. Ich bin fleißig dabei und es wird den Dark Glow transparenten Stift auch nochmal geben. Tatsächlich habe ich tatsächlich noch Filament. Ich wusste das gar nicht und gucke ich letztens auf meine... Auf meinen Dings denke ich rum so, hä, da ist ja doch noch Transparentes. Guck, kann ich dann doch nochmal Stifte drucken? Weil die waren ja auch bei euch so heiß begehrt, dass ich gesagt habe, okay, komm, dann nehmen wir die auch nochmal mit, ne? Machen wir die auch nochmal. So,
Warum nicht? Also ich meine, drucken wir nochmal transparent. Da ist ja auch das Coole, ne? Bei den Transparenten könnt ihr ja auch alles Mögliche an Farben draufsetzen. Ja, was soll ich sagen? Also, ich werde auch, wenn ihr mir demnächst Sachen aufgebt zum Drucken, ne? Wenn ihr da individuell was bestellt, werde ich euch auch immer einen Auftrag anlegen, damit ich halt einfach das noch im Kopf habe und gucken kann, was da noch offen ist. Weil das Problem ist, ich vergesse das sonst. Ich kriege manchmal so viele Anfragen. Und wenn ihr sagt, pass mal auf, ich habe jetzt länger nichts von dir gehört, ich frage nochmal nach. Fragt ruhig, bitte. Bitte. Fragt mich einfach. Wie schaut es denn damit aus? Oder wie schaut es denn damit aus? Bitte fragt mich. Es ist besser, als wenn ihr hinterher unglücklich seid und denkt euch so, boah, die antwortet nicht und es ist immer besser, wenn ihr mich fragt, als wenn ihr unglücklich seid, ne? So, die Pinzetten packe ich jetzt in die Stifte mit rein. Aus dem Grund, damit die dann halt auch nicht so rumfliegen. Und es tut dem Stift tatsächlich ja nicht weh, wenn da noch Pinzetten dabei sind. Also die kratzen da auch nicht dran oder so, da mache ich mir gar keine Sorgen. So, die kommen jetzt noch, packe ich jetzt noch schick ein. Und dann kommen die noch mit aufs Paket drauf. Dann kommt da noch ein bisschen Polstermaterial rein. Und dann hat die Carina ihr Päckchen auch demnächst in den Händen. Und freut sich hoffentlich. Also ich gebe mein Bestes, aber momentan ist es halt echt wirklich viel, ne? Und ich bin halt auch nur alleine. Also ich habe keinen, der mir jetzt da irgendwie großartig hilft oder mir irgendwas abnimmt. Und deswegen muss ich immer zwischendurch gucken, wann ich euch wie was wann schicke. Und wenn irgendwas untergeht, bitte einfach fragen. Es ist für mich tatsächlich nicht schlimm, wenn ihr mich einfach fragt und sagt, pass mal auf, wie schaut es denn jetzt damit aus oder wie schaut es denn damit aus? Hast du schon mal geguckt? Und dann kann ich euch das zurückschicken. Ich werde jetzt am Wochenende versuchen, nochmal mein Postfach aufzuräumen. Einfach nochmal, um zu gucken, ob ich irgendwas noch habe, was ich noch bearbeiten muss. Und ich weiß jetzt schon, dass da noch einiges ist. Oh, es klingelt gerade an der Tür. Ich weiß nicht mehr, wo ich gerade stehen geblieben bin. Jedenfalls war es die Post hoch. Und, aber ich habe heute nichts zu mitnehmen. Von daher, alles gut. So. Liebe Carina, wenn du bloß Bock hast, zu gucken, was Pakete und so im Einkauf kosten, kannst du die Schnipsel zusammensetzen. Nein, Spaß. Bitte nicht. Bitte setz die Schnipsel nicht zusammen. Ich meine, könnt ihr machen, aber da steht ja keine Geheimnisse drin oder so. Aber die sind halt gerade für die Pakete super gut als Füllmaterial. Weil die schön robust sind. So, fertig ist die Schose. Einmal zu. Puh, einmal Treppe hoch und runter gerannt. Und das mit meinem Kreislauf heute ist super. Nein, aber klappt. Alles gut. Gib mir ein paar Minuten, dann ist auch alles wieder normal. Aber das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, dass mein Blutdruck einfach ein bisschen niedrig ist. Keine Ahnung warum. Kennt ihr das, wenn man dann auch noch so leichte Kopfschmerzen kriegt? Aber es kann auch von den Zähnen kommen. Also bei mir ist momentan sowieso irgendwie, keine Ahnung. Ich habe manchmal das Gefühl so, hallo, was ist hier los? Naja. Kriegen wir aber alles hin. Ist alles nicht so schlimm. Aber jetzt kann ich ja erstmal in Ruhe weiter einpacken. Post ist durch. Brauchte heute tatsächlich auch nichts mitnehmen, weil ich ja noch nichts gepackt hatte. Beziehungsweise hatten schon gepackt. Und jetzt ist mein Stift weg. Da ist er. 1415. Also liebe Carina, du kriegst auch einen Versandgutschein. Wie wenn du hier noch irgendwo doppelte Versandkosten drin hast. Kriegst du ein. Den schicke ich dir per Mail zu. Mach dir bitte keine Sorgen. Alles gut. Das kriegen wir hin. Also bitte, ne, wenn ihr irgendwie doppelt Versandkosten bezahlt, entweder meldet ihr euch vorher oder sagt mir Bescheid. Ja. Genau. So. Okay. Das müssen wir auch noch wiegen. Das Paket. Ups.
So. Puh, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, ihr Lieben. Noch zwei. Zwei Pakete haben wir noch. Und bevor wir die packen, nein, wir machen es hinterher. Ich spoilere euch am Ende. Okay? Am Ende spoilere ich. Wir haben nur drei Sachen. Wenn ich das letzte vergessen hätte, dann hätte es wieder Mecker gegeben. Hätte es wieder richtig Mecker gegeben. Das packen wir trotzdem zum Schluss. Alleine, weil ich es kann. Alleine deswegen. Mit welcher Bestellung machen wir denn weiter? Die sehen relativ ähnlich aus. Also, sie unterscheiden sich, aber sind sich schon sehr ähnlich. Was soll ich sagen? Wir nehmen mal Ine Minemo und raus bist du. Komm, wir nehmen die linke zuerst, okay? Wir nehmen erst die linke. So, schaut mal. Das ist der Bestellzettel. Und da seht ihr schon ein bisschen was. Ah, ihr seht schon ein bisschen was. So. Das, was ihr aber seht, ist nicht das, was sie bekommt. Weil, ja, ich habe da so ein kleines Dilemma. So ein klitzekleines Dilemma. Ich hatte, wie soll ich es euch sagen? Als ich die Sticker fertig gemacht hatte, habe ich noch gar nicht an das Stickeralbum gedacht. Und habe gedacht, ah, ich mache schon mal Sets, bereite die schon mal vor. Und dann kann ich die ja so auf die Reise schicken, weil ich das damals mit der Warenpost noch nicht hatte. Und dann habe ich mir gedacht, oh ja, die Kartons passen ja perfekt. Da passt ein komplettes Set rein. So. Dann habe ich mir gedacht, naja, wenn noch einer ein Stickeralbum dazu will, es ist ja, passt ja rein. Sagt mir doch mal bitte, wo dieses Stickeralbum in diesen Karton reinpasst. Sagt es mir, bitte. Wie soll das gehen? Ja, ich würde sagen, Sätzen 6, liebe Janine. Das war ein Satz mit X. Macht aber nichts. Wir passen auch mal auf. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall aber noch ein paar Magnete, die wir noch einpacken. Die packen wir mal zusammen. Zuerst zusammen und dann gucken wir uns mal das mit den Aufklebern an. Ja, was soll ich sagen? Also da war ich natürlich schon wieder sehr, 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 sehr begeistert und habe nur so gedacht, meine Güte. Ja, gut gedacht, schlecht gemacht. Danke. Ist aber tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ich habe eine andere Variante gefunden, die tatsächlich wahrscheinlich, ne? Also es ist auch irgendwie, die zwei Wörter sind zusammen irgendwie Kuddelmuddel. Ich habe mir was überlegt, was wahrscheinlich sehr gut funktioniert. Ob es tatsächlich so funktioniert, werden wir gleich rausfinden. So, aber erstmal packe ich dir die Sachen hier. Ne? Du hast einmal das Doppelschäfchen bestellt. Davon gibt es übrigens noch ein paar. Und dann hast du dann auch das Segelbötchen bestellt. Und dann nochmal ein Osterkorb mit einem Osterei. So. Rein damit. So, das ist fertig. Das Stickeralbum liegt hier schon. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen abhaken. Den Magnet haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich könnte eigentlich auch den Stift weiternehmen. Da brauche ich immer nicht die Kappe in den Mund nehmen. Das machen wir jetzt auch. Den hatte ich mir mal bei, wo habe ich mit dem bestellt? Temu oder AliExpress. Der war gerade günstig und ich fand das mit den Katzen so süß. Und es passte halt für mich, da habe ich den jetzt einfach mitbestellt. Und der schreibt tatsächlich ganz gut. Er hat auch eine blaue Mine drin, was ich sehr mag. Und ist eigentlich keine dicke Schwester. Das heißt, ihr könnt auch relativ fein schreiben. Also ich mag die Kugelschreiber tatsächlich richtig gerne. Ja, richtig cool. Gut, aber das ist ja jetzt nur mein Ding, weil ich habe immer das Problem, bei mir sind irgendwie Kugelschreiber immer irgendwo dann auch weg. WECK weg. Die landen überall und irgendwo, aber nicht dann, wenn ich sie brauche. Was ich mir überlegt habe für die Sachen ist Folgendes. Ach, der Rakel. Ich habe gerade überlegt, was da hinten dran ist. Dass ich das in eine große Kiste stopfe. Und zwar in eine A4 schmale Kiste. Und da gucken wir jetzt mal, ob da alles reinpasst. Ich glaube nämlich schon. Lasst uns gucken. Wir testen es aus. Ansonsten müssen wir... Mein Gott. Ich bringe mich hier um. Weil das ist so ein Riesenkarton. Der ist ja so, weiß ich nicht... Ja, ausgeklappt halt sehr, sehr, sehr breit. Und ihr müsst die Sachen ja umklappen. Und das macht man natürlich so herum. Das heißt, der Karton ist auch lang. Man braucht lange Arme. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier alles reinkriegen, okay? Lasst uns das mal schauen. Ich brauche auf jeden Fall erstmal ein langes Stück von meinem Seidenpapier. Das müssen wir einschlagen, weil das ist nämlich zu breit. So.
So, sieht doch gut aus. Schaut mal, was soll ich sagen? Es sieht sehr gut aus. Da kommen jetzt erstmal die Sachen rein, nämlich die Legenden und die... Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Da kommt jetzt einmal Stickeralbum rein, dann kommen die Legenden da rein. Die kriegt ihr auch, das ist, ihr könnt die von oben und von unten. Ich habe das nur irgendwie, dass die nicht durcheinander fliegen. Da sind jetzt alle Legenden drin von allen 10 Stickern. Die kommen jetzt da rein. So, und jetzt haben wir hier die Kiste. 2, 4, 6, 8, 10. Und da haben wir die ganzen Stickers. Die sind auch in so einer, ja, die sind alle zusammen in so einer Hülle drin. Tatsächlich ist das eine recycelte Hülle. Und die passte wie die Faust aufs Auge für meine Bögen. Also für die 10er-Sets benutze ich die ganz gerne, weil dann sind die zusammen. Ich kann die direkt mir schnappen, kann die direkt euch einpacken. Das ist super. Ich liebe das. Ich finde, dass das Wiederbenutzen von Sachen ist so super. Ich liebe es halt einfach. Ne? So, jetzt packen wir das hier nochmal ein bisschen schön. So. Machen wir das so. Mal die eine ist ein bisschen breiter wie die andere. So, jetzt haben wir natürlich das hier schön. Und wir brauchen gleich wahrscheinlich noch ein bisschen Styroporflocken. Aber ich mache auch Styroporflocken schon mal vorne rein. Ich zeige es euch mal, wie ich das meine. Und zwar haben wir hier immer so kleine Lücken und die fülle ich dann immer schon mal aus, dass wir, wenn wir das gleich zusammen machen, nicht so riesen Dinger haben, sondern dass das gleich smooth zugeht und wir dann nur noch ein paar Flocken oben drauf machen müssen. Ne? So sieht das jetzt aus. Wir brauchen noch ein Goodie und tatsächlich ist kein Goodie gewünscht. Und was soll ich euch sagen? Auch hier eignen sich runde AB-Steine perfekt als Goodie. Rein damit. Dann machen wir das Ganze zu. Guck mal, wie gut das passt. So. Einmal zu. Dann müssen wir ja gleich gucken, dass wir hier noch ein bisschen was als Füllung in die Seite machen. Weil wir das ja gleich zumachen müssen. Und dass da nichts rumschlabbert und nichts rumflattert. Mal gleich mal gucken, wie das funktioniert. Jetzt gleich ein bisschen ausprobieren. So. Also die Steine ruckeln. Tatsächlich kann ich da aber noch ein paar mehr von den Flocken reintun, dass das alles in sich noch ein bisschen stabiler wird. Ich habe jetzt überlegt, wie viel ich da reinmachen kann. Aber da geht doch was. So, passt. Und jetzt hört ihr die Steine noch, aber das ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, hier passt alles perfekt rein. Und auch das Stickeralbum. Aber als ich das gepackt habe, habe ich an das Stickeralbum nicht gedacht. Schön, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, dann gibt es so ein Stickeralbum. Wenn noch einer ein Stickeralbum dazu bestellt, dann kann ich ja easy peasy oben drauflegen. Ja, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. So, liebe Kerstin, das ist übrigens dein Paket. Ich habe noch was vergessen. Ha, liebe Kerstin, das ist dein Paket und ich habe tatsächlich noch was vergessen, mit dir reinzutun. Hast du es gemerkt? Ha, hast du nicht gemerkt, weil du gar nicht wusstest, dass es deine Bestellung ist. So. Was soll ich euch sagen? Wir müssen das Paket nochmal aufmachen. Und dann muss ich nochmal was reinschummeln. Ich habe tatsächlich natürlich erst die andere Bestellung. Die ich eigentlich noch... Naja, gut, egal. Machen wir es nochmal auf. Weil die Kerstin bekommt nämlich noch ein Goodie von mir. Als Aufpass-Goodie. Wie soll ich es euch sagen? Ja, die Kerstin hat ein bisschen mehr aufgepasst als die anderen. Ich hatte im letzten Video nämlich erzählt, dass ich noch
euch ein paar von den Ostergnomen übrig habe und die ich euch noch in den Shop stellen will. Und dann kommt die Kerstin daher und sagt, ich habe gerade Bestellung aufgegeben, aber wo sind denn die Ostergnome? Und ich so, ups. Weil alles, was ich in den Shop noch online bringen wollte, also sprich die Sticker und das neue Bilderbuch und so, ne, das Buchbild, da habe ich auf dem Tisch liegen gehabt und habe es mir als Notiz gemacht. Ich packte das jetzt einfach mit rein. Es wird einfach ins Paket geschummelt. So, einmal rein damit. Und dann packe ich wieder schnell zu. Und die Kerstin da aufgepasst und sagt, ich wollte den Ostergnom noch. Und ich sehe, ja, pass mal auf. Weißt du was? Ich packe dir den so mit ins Paket. Als kleines Dankeschön fürs Aufpassen. Und ja, also es lohnt sich immer auch mal ein Auge drauf zu haben. So. Kerstin, was soll ich sagen? Ne? Wie war das? Augen auf beim Eierkauf. So, wisst ihr, wer gerade angetappert kommt? Ich würde sie euch ja gerne zeigen. Mal sehen, ob ich es schaffe. Aber momentan ist sie eher so, was machst du da? Warum ist hier so viel Unordnung? Ja, warum ist hier so viel Unordnung? Ich weiß es ja auch nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Und ich habe tatsächlich geguckt, die Kerstin hatte nicht nochmal eine offene Bestellung. Das ist tatsächlich auch mal aktuell das Problem. Wenn ihr nämlich nochmal doppelt bestellt, dann will ich immer gucken, was habt ihr denn noch als Bestellung oder nicht als Bestellung. Und wenn jetzt die Kerstin doch nochmal bestellt hat, dann geht ihr halt nochmal ein Paket an die Kerstin raus. Ich kann es halt leider nicht ändern. Ich kann es nicht immer sehen. Manchmal sehe ich es. Manchmal sehe ich es auch erst zu spät. Das ist halt leider so ein bisschen mein Problem. Ist leider aber auch nicht zu ändern, ja, weil natürlich ihr ja nicht hintereinander bestellt und dann beim Bestellung packen immer gucken, ich auch der Reihe nach ein bisschen gehen will, damit halt die, die am längsten eine Bestellung offen haben, auch die sind, die als erstes eine Bestellung kriegen. Mal gucken, ob ich die Belly euch zeigen kann. Belly, komm mal her. Nein. Nein. Hier stehen so viele Pakete rum, das geht so nicht. Findet sie nicht so cool. Okay, findet sie nicht so cool, kann ich leider auch nicht ändern. Was soll ich machen? Gut, dann ist es so, haut sie wieder ab. Für Madame konnte es heute Morgen aber auch nicht aus dem Bett gehen, ne? Die kam heute Morgen nochmal gucken, so nach dem Motto, miau, 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 bist du wach? Kannst du mal aufstehen? Stehst du mal auf? Und dann kam sie auf mich drauf gekrochen und meinte so, ey, du musst jetzt aufstehen. Ich so, boah. Ja, wenn man von der Katze aus dem Bett geschmissen wird, dann wisst ihr, ihr solltet dann bitte aufstehen, ne? Bitte. Könnt ihr auch mal lieb zu eurer Katze sein. Also, ja, alles gut. Ich bin dann auch immer später aufgestanden. Und ja, so ist das halt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Bestellung für die liebe Frauke. Und übrigens, Kerstin, danke nochmal für deine Bestellung. Ich muss das gleich nur erstmal nochmal wiegen. Deswegen kommt deine Bestellung erstmal auf die Seite. Wartet mal, ich muss mal kurz was draufschreiben. Machen wir weiter. Die nächste Bestellung, die ich jetzt habe, ist für die liebe Frauke. Die Frauke hat mir geschrieben. Liebe Janine, ich wünsche dir einen frohen Ostermontag. Dankeschön, liebe Frauke. Ich hoffe, du hattest auch einen schönen Ostermontag. Die Sticker sind eine gute Idee. Schneller Painting erfolgt mit Sammelsuchtfaktor. Ja, vor allen Dingen mit und ohne Steine kannst du so viel geile Sachen damit machen, ne? Und sie hat geschrieben, solltest du rein zufällig noch Platz in einem YouTube-Video haben, freue ich mich darauf, meine Bestellung dort zu sehen. Liebe Grüße, Frauke. Und sie möchte gerne runde Abi-Steine, hat sie mir nämlich dann auch noch geschrieben, mache ich. Ich brauche allerdings, um die runde Abi-Steine einpacken zu können, noch ein Dings, ein Kärtchen. Die sind auch gerade wieder aus. So, da haben wir das Kärtchen auch schon. Das brauchen wir nämlich, da kommen doch die Steinchen rein. So. Dann hat sie auch noch eingekauft. Ein Album, das liegt hier schon, Haken dran. Dann hat sie noch ein paar AB-Steine ausgesucht, nämlich die 517, ein schönes Blau. Die 775 ist ein Hellblau. Die 3844 ist auch noch ein schönes Blau. Die 799 in Rund, nicht wundern. Es ist rund und die rund in 208 haben wir auch. Super. Dann hat sie sich noch einen Totenkopfmagnet ausgesucht mit einem blauen Hut. Die sind so ein bisschen auf alt getrimmt. Deswegen, also das war hier oben. Ihr seht es, ne? Es ist halt nicht, sagen wir es mal so, schön in Anführungsstrichen, sondern es ist so ein bisschen auf alt gemacht. Also, die sehen alle so aus, ne? Also das ist jetzt nicht, dass es irgendwie eine Fehlproduktion ist, sondern die sind tatsächlich so auf alt getrimmt. So ein bisschen
wie sagt man, Chevy Chic so in der Richtung. Nicht ganz, aber so ein bisschen. Aber ich finde die echt ganz cool. Normalerweise ist ja so Totenkopf gar nicht so meins, aber ich fand die halt mit der Rose und mit dem Hut halt schon echt cool. Deswegen sind die ja auch im Shop drin. Und hin und wieder freut ihr euch nochmal, dass ihr nochmal einen shoppen könnt. Den haben wir, okay. Hier müssen wir gleich abmachen. Dann ein Rochen mit Freunde. Den hier, den süßen Knopf. Und einen bunten Lolli. Ein Lollipop. Die mache ich jetzt alle noch auf eine Karte fertig. Ich brauche. Ach, hier liegen ja noch Karten. Manchmal brauche ich mich gar nicht umdrehen. Das ist alles schon da. Ja, Magnete habe ich jetzt übrigens auch wieder bekommen. Das heißt auch alles tutti. So. Kann ich auch weitermachen. Ja, rein damit. Der Totenkopf kommt auch auf ein extra Blatt, aber der kommt ein bisschen quer drauf. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da brauche. So ein. Okay. Und der rutscht euch auch nicht vom Bild runter, auch wenn ihr den senkrecht habt. Der rutscht euch nicht runter. Der hat so gute, starke Gegenmagnete, da passiert nichts. Den könnt ihr auch senkrecht, den könnt ihr auch so an eure Leinwand pinnen. Ne? Mit Folie dazwischen, mit Steine dazwischen, ist völlig wurscht. Also wenn der euch runterrutscht, dann weiß ich es auch nicht. Dann müsstet ihr schon irgendwie 3 Lagen Steine haben. Ist wirklich starke Magneten dran. So, dies haben wir. Und dann brauchen wir noch eine ganze Rutsche, komplette Aufkleber mit Steinchen. Wir haben hier einmal die Legenden, dann die ganzen Sticker und die ganzen Steine. Und dazu brauchen wir natürlich, was brauchen wir dazu? Na, ihr habt es schon erraten. Als erstes einmal Seidenpapier und dann eine große Kiste. Wir machen dasselbe wie eben. Nur, dass wir noch ein paar Kleinigkeiten dazu haben. So. Oh, ich finde das so gut, dass ich diese Kartons benutzen kann. Die sind perfekt dafür. Ne? So. Und je weniger Karton ich brauche, desto weniger Filmmaterial brauchen wir auch. Und desto kompakter geht das zu euch und desto schöner ist es auch beim Auspacken, weil ihr auch nicht so viel entsorgen müsst. Das ist ja immer das Ding, wenn man irgendwo in einer Großstadt wohnt und in einem Mehrfamilienhaus, ist das tatsächlich, ich spreche da aus eigener Erfahrung, mit dem Müll halt auch immer so eine Geschichte. Du hast manchmal Phasen, da musst du zur Mülltonne rennen, wenn die Mülltonne abgeholt wurde. Weil du sonst keine Chance hast, oder entweder an dem Tag oder am nächsten Tag, weil du keine Chance hast, sonst dein Müll wegzubringen, weil die Mülltonnen immer voll sind. Also ich habe das schon so oft erlebt und es ist halt einfach nicht schön. Ne? 2, 4, 6, 8, 10. Also die Kartons hatte ich tatsächlich schon vorgepackt, deswegen brauche ich jetzt wirklich die einfach immer nur rausnehmen. Das macht es natürlich für mich ein bisschen einfacher jetzt. So. Ich mache die, glaube ich, bei dir mache ich die jetzt hier mal so komplett. Und hier mache ich jetzt einmal mal Dings rein. Ich probiere das jetzt mal so, wenn ich das so packe, ob das besser geht. Ja, ach, ich finde es toll. Ich finde es toll, eure Pakete zu packen. Und ich sage euch eins im März. Der März ist so gut gelaufen. Wirklich. Ist so, 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 so gut. Ihr habt da so fleißig bestellt. Ich bin hier fast aus den Latschen gekippt, ne? Und habe mich mega gefreut. Wirklich. Ich freue mich halt auch immer noch. Es kommen immer noch super, super schöne Bestellungen rein. Das heißt, ich bleib am Ball. Ich bleib für euch am Ball. So schnell werdet ihr mich quasi nicht mehr los. Es gibt immer irgendwas, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, ich habe gleich noch eine Überraschung für euch. Das mit den Pinzetten war nur so nebenher, ne? Also es war noch nicht die eigentliche Überraschung, die ich für euch habe. So, dann mache ich mal das einmal zu. Es geht, es läuft. Also, ja. So, sehr gut. Dann kommt der laute Part mit dem Klebeband.
Ich glaube tatsächlich, das mit dem Klebeband ist für euch gar nicht so schlimm, aber für mich ist das ultra laut. Und beim Telefonieren, Leute, fragt nicht nach Sonnenschein. Kriege ich regelmäßig Beschwerden, aber ich kann immer nur sagen, es tut mir sehr leid. Ich muss einpacken. Da kommt da nichts dran vorbei. Es muss. So, auch für dich, liebe Frauke. Ich wollte schon gerade sagen, Carina. Nein, liebe Frauke. Ganz, ganz lieben Dank für deine Bestellung. Und dein Paket ist jetzt dann am Montag auch auf der Reise zu dir. Und ich hoffe, dass du das Paket dann irgendwie Mitte der Woche kriegst. Mal gucken, wie schnell die Post ist. Und ja, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Und ich glaube, bei den Steinchen, also ich glaube, mit den Steinchen werdet ihr auch echt sehr viel Freude haben, weil ich auch echt genug drin sind. Ne? Es ist tatsächlich auch so, dass da wirklich genug Steinchen drin sind. Die könnt ihr dann auch wegsortieren und alles. Das macht natürlich dann auch Spaß. Weil wo habt ihr bitte Aufkleber, wo ihr die Steinchen hinterher wegsortieren könnt? Sagt es mir. Habe ich noch nie gesehen. Ihr kriegt zweimal Steinchen dazu, aber wisst ihr mal nicht, welche Farbnummern das ist. Wisst ihr nicht, weil es gibt keine Legende zu euren Stickern. Was ich tatsächlich schade finde, weil auch bei Stickern, da sind oft genug Steinchen über, die man für irgendwas anderes nutzen kann. Aber ohne Farbnummer wird es halt immer schwierig. Klar, bei Weiß und Schwarz, okay, ja. Aber ihr habt ja so oft auch Farben und so, ne? Das ist halt dann immer schon ein bisschen schade. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich Sticker mache, dann wird es das auch mit Legende und allem drum und dran geben. Weil ich es persönlich schöner finde. Und wenn ich es persönlich schöner finde, kann ich es auch viel besser verkaufen. Weil ich stehe da voll hinter. Und für mich ist das was ich mir auch wünsche, was es aber leider nicht gibt. Und deswegen machen wir es halt einfach ein bisschen besser. Ne? Wir machen es einfach ein bisschen schnuckeliger und besser. So. Und da das ja meine Sticker sind, die ich mir habe machen lassen, ist das natürlich auch für mich dann halt relativ einfach zu sagen, hey, ich möchte da jetzt gerne die Farbnummern haben und ich möchte die Tabellen haben. Es ist zwar viel mehr Aufwand und es ist natürlich viel mehr Arbeit, da auch hinterher zu haken und zu gucken, dass man die Legenden kriegt. Man muss sie aufbereiten, man muss sie auch irgendwie drucken. Man muss gucken, wie groß, wie klein, wie dick, wie dünn. Es ist mehr Arbeit, als wenn man die komplett fertig gepackt bekommt. Ja, aber es ist trotzdem schöner. Ich für mich. So, Cola habe ich auch noch einen Schluck getrunken und so langsam wird es tatsächlich besser. Ich merke es tatsächlich, ich komme so langsam in den Schwung. So, dann zeige ich euch mal, was wir hier haben. Das ist die letzte Bestellung, die wir heute packen. Ach, wisst ihr aber was? Bevor ich euch die Bestellung zeige, weil die ist jetzt... Nee, die ist nicht so wichtig. Nee. Eigentlich, warum packe ich die eigentlich auf ein Video ein, wenn die doch wieder in einem anderen Video ausgepackt wird? Das ist doch unfair, das ist doch... Also ich muss ehrlich mal sagen, ne, liebe Natz, das ist echt blöd. Ich kann dir die doch auch einfach so schicken und du packst die aus und die Leute können dann bei dir gucken, was da drin ist. So, als wenn sie bei mir sehen, sie ja schon, was drin ist. Da ist die Überraschung doch schon weg. Ach Mensch. Liebe Natz, so geht das nicht. So, aber... Bevor wir mit der Natz weitermachen, jetzt habe ich nämlich auch ein paar schöne Sachen ausgesucht. Bevor wir hiermit weitermachen, hole ich euch noch was und zeige euch noch was. Und jetzt könnt ihr bitte mal gespannt sein und mir eure Meinung dazu mitteilen. Und zwar erzähle ich euch mal kurz von dem Struggle, den ich habe. Ich habe ja früher, ganz am Anfang, als ich für euch Bilder gemacht habe, habe ich euch die Bilder ja nur mit als und für Restesteine angeboten. Ne? Als Resteleinwand und... Für eure Restesteine. Es war eigentlich gar nicht geplant, Bilder mit Steinen zu verkaufen. Weil ich gedacht habe, ach komm, ne? Ja, Kleinunternehmen, das geht einfach nicht. Da rutsche ich ja drüber und dann funktioniert das nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ihr seid so toll, dass mir letztes Jahr echt nichts anderes übrig blieb, als zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Ich sprich mal ganz deutlich, scheiß was drauf. Wir gehen jetzt in den nächsten Schritt. Und nächstes Jahr, sprich dieses Jahr, kümmern wir uns auch um die Mehrwertsteuer. Es war ein ziemlich ungeiles Thema. Und wir müssen jetzt auch mit der Buchführung richtig machen. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Steuerberater, einen sehr, sehr lieben Steuerberater. Und das funktioniert wirklich ganz gut. Und deswegen habe ich da auch nicht so viel Angst vor.
Und ich habe gedacht, okay, dann bieten wir jetzt auch Bilder mit Steinchen an. Jetzt habe ich aber den Struggle, dass ich natürlich sowohl als auch habe. Ich habe Leinwände mit einer normalen, als normale Leinwand für Restesteine. Dann habe ich teilweise aber auch Flauscheleinwand als Resteleinwände. Und ich habe für meine normalen Bilder in der Regel Flauscheleinwand mit Steine, hin und wieder aber auch alte Sachen, wo ich keine Flauscheleinwand, sondern eine normale Leinwand mit Steinen habe. So, und jetzt habt ihr das Problem, die Fragen aller Fragen. Wenn ihr die Leinwände schön in eurem Schrank habt und dann kommt eine Bestellung rein und dann denkt ihr euch so, ja, schön, okay, habe ich. Und wenn ihr dann eure Bestände mal aktualisieren und überprüfen müsst, dann steht ihr da und sagt euch so, welche Bilder sind jetzt oder welche Leinwände? Für welche Leinwände habe ich jetzt Steine und für welche Leinwände habe ich bitte keine Steine? Leute, das ist ein Struggle vorm Herrn. Und teilweise echt nicht schön. Und wir haben ja jetzt mittlerweile einige Bilder. Und einige Bilder werden auch, wenn sie abverkauft sind, nicht mehr nachkommen. Die ziehen dann wieder aus, quasi, in Anführungsstrichen. Aber es kommen ja immer wieder neue. Und ich habe immer wieder dasselbe Problem. Und wenn ich dann Sachen nachbestelle und der Händler sagt, ach komm, ich druck die alle auf einer Flauscheleinwand, dann habe ich echt hier ein Problem und denke mir so, ja, was von wie viel. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass wenn ich eine Flauscheleinwand habe, auch immer Steine dazu habe. Ich muss die also irgendwie sortieren. Also habe ich mir überlegt, komm, ich finde das ganz gut, wenn ich die Sets schon vorher packen kann. Wie packt man aber Sets, wenn man die vorher packt? Mit der altbekannten Methode, wie ihr sie normalerweise bei mir kennt, geht das nicht. Heißt, auf Rolle mit einer Tasche, wo alles drin ist, plus Steine, das funktioniert nicht mehr. Ich musste mir was anderes überlegen. Das heißt, ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ihr kennt die also altbekannten Kartons, diese Umkartons, wo eure Bilder drin sind, sei es von Karat Art oder sonst irgendwo, ne? Die kann man an der Seite aufmachen und da kann man die Bilder rausholen. Hatte ich auch erst überlegt, habe ich mich tatsächlich aber gegen entschieden, weil meine Sets ein bisschen anders aussehen und für mich das tatsächlich schwieriger ist, die zu packen, als mit einer anderen Methode. Und deswegen zeige ich euch mal, wie mein Karton aussieht, denn ich habe mir einen Karton machen lassen nach meinem eigenen Design. Das habe ich selber entworfen und ich finde es ganz süß geworden. Und jetzt zeige ich euch mal, okay? Das heißt, alle Bilder in 50 mal irgendwas oder in 40 mal irgendwas mit Stein, also die auch herkömmlich, Flauscheleinwand mit Steine, die kriegt ihr in so einem Karton. Alles, was davon abweichend ist, kommt anders. Also die Resteleinwände kriegt ihr ganz normal, wie bisher auch auf einer Schaumstoffrolle, wo ihr abweichend anstatt einer Flauscheleinwand eine normale Leinwand mit Steinen habt. Die kriegt ihr auch noch separat und teilweise kriegt ihr die alten Bilder mit Steinen auch noch separat. Ich werde die zwischendurch umpacken, weil ich dann einfach vom Inventar machen her oder von Inventur machen her ein bisschen leichter sehen kann, wo habe ich volle Kits und wo sind nur Resteleinwände. Es macht es für mich einfacher, auch Sachen nachzubestellen und leichter zu sehen, wenn irgendwo was ausgegangen ist. So, aber ich möchte euch trotzdem den Karton zeigen. Rede jetzt die ganze Zeit von dem Karton. So, mein Karton sieht folgendes aus. Also, das ist mein Karton. Da ist mein Logo drauf. Und dann Dein Diamond Painting für Kreativität und Entspannung. Das ist auch der Slogan, der auf der Leinwand immer draufsteht, falls es euch entgangen sein sollte. Ich finde das sehr, sehr cool. Das Logo ist nicht ganz schön. Also, es ist nicht mega, mega. Also, ich bin kein Profi in solchen Sachen, aber es ist trotzdem ganz cute geworden. So, und jetzt kommen wir mal. Jetzt drehen wir den Karton. Und da haben wir tatsächlich schon den Inhalt. Und zwar ist eine hochwertige flauschige Leinwand mit abgestepptem Rand drin, hochwertige Steine, das Bildmotiv als Coverminder, die Magneten, die Legenden, Papier und selbstklebend und eine Projekttasche in A4. Das heißt, das Set, was ihr bisher kanntet, ändert sich nicht. Das Einzige, was ihr nicht mehr habt, ist eine Schaumstoffrolle. Aber wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt dazu eine Schaumstoffrolle, warum auch immer, dann könnt ihr demnächst auch die Schaumstoffrollen extra bestellen. Wenn ihr ein Bild bestellt und ihr bestellt eine Schaumstoffrolle dazu, dann kann ich die euch auch günstiger anbieten. Dann kann ich die auch, ich glaube, was habe ich gesagt? Es wird sie auf jeden Fall günstiger geben. Und ich glaube sogar 40 bis 50% günstiger, als ich diese dann normal im Shop stehen habe. Aber nur eine, ne? Also ihr kriegt, wenn ihr ein Bild bestellt, in den Größen kriegt ihr die Sachen dann auch, kriegt ihr eine von den Rollen dann auch günstiger.
Wollt ihr dann noch mehr wie eine Rolle haben, dann wird es auch da vielleicht Mengenrabatt geben, ne? Dass wenn ihr dann, weiß ich nicht, 5 Rollen kauft, dass ihr die 5., die ihr dann im Warenkorb habt, dann auch günstiger bekommt. Vielleicht sogar umsonst, ne? Da muss ich mir noch mal Gedanken machen, da muss ich auch noch mal rechnen, wie ich euch das am besten einstellen kann, weil natürlich ich für diese Rollen immer auch große Kartons brauche. Ich kann euch in so einem kleinen Karton zusammenknüdeln und zusammenrollen, ne? Das geht halt nicht. Deswegen, da braucht man halt natürlich dann auch entsprechend die Kartons, um die dann zu verschicken. Hier ist auch nochmal das Logo drauf. Dann drehen wir mal um. Hier steht nochmal Logo drauf. Dann sucht ihr eine Ecke, ne? Hier steht nochmal detailliert drauf, wie man da anfängt. Hier steht auch nochmal ein kleiner Tipp. Setz die Steinchen mittig auf das Feld, damit dein Ergebnis gleichmäßiger wird. Oder gleichmäßig wird. Genau, hier steht nochmal drin, was man alles machen kann. Nochmal drauf geschrieben. Hier sind tatsächlich nochmal die Social Media Kanäle. YouTube, Instagram, TikTok. Und hier geht es direkt zum Shop. Also wenn du jetzt dein Handy parat hast, kannst du dir einfach kurz auf Pause drücken. Und dann einmal direkt dorthin gehen, wenn du möchtest. Mein YouTube bist du ja schon, aber wenn du sagst, ha, Instagram, halt, Hilfe, warte, drück schnell auf Pause, mach deinen QR-Code-Scanner auf und dann bist du quasi schon direkt da, wo du hingehörst. Genau, das ist der Karton. Hier auf der Seite steht auch nochmal Logo drauf und die Seite ist blanko. Da kommt dann ein Aufkleber mit dem Bildmotiv drauf und auch mit der Größe drauf und mit der Bildnummer. Und da steht auch Round und Square drauf. Ich kann euch mal ein Beispiel holen. Wartet mal. Denn was soll ich euch sagen, die Büchereule geht nämlich schon so raus. Was ich allerdings mache, bevor die Büchereule zu euch kommt, ist, ich mache euch hier einen Tesafilm drauf. Und zwar ein breites, das ihr dann einfach aufschneiden könnt und dann könnt ihr das Kit ganz einfach öffnen. Ich zeige euch jetzt mal, wie wir das aufmachen. Und zwar, ihr könnt das dann einfach aufschneiden. Also hier kommt noch ein durchsichtiger Tesafilm drauf. Ich habe erst überlegt, meine gebrandeten zu nehmen. Aber ich finde, dann überklebt man was und man kann es nicht mehr sehen. Und ich finde, mit durchsichtig macht man nichts falsch. Das heißt, hier kommt dann noch ein Kleber drüber, dass es auch nicht aufgeht auf dem Transportweg. Weil ihr seht, die Leinwand drückt das schon ein bisschen. Ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn ihr das auf den Schrank legt. Ihr könnt dann einfach wieder einen Tesafilm drüber machen. Den könnt ihr dann auch einfach wieder ablösen. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Ich mache das jetzt mal an meinem Musterkarton. Und zwar kommt dann ein Streifen drüber. Das heißt, ich mache mir hier so einen Streifen ab. Dann mache ich den hier drauf. Seht ihr? Halt. Dann drücke ich das zusammen. Es geht jetzt ein bisschen schlecht. Und dann kommt das hier drüber. So. Und somit, also das drückt es hier natürlich hoch. Hier ist jetzt natürlich nichts drin. So, jetzt habt ihr den Karton so. Das heißt, der geht auch nicht mehr auf. Jetzt bekommt ihr den, dann könnt ihr den einfach aufmachen. Ihr macht den hier einfach auf. Macht das nochmal glatt. So, und jetzt habt ihr natürlich hier die Kleber. Macht die bitte nicht ab, lasst die drauf. Und jetzt gebe ich euch einen Tipp, was ihr machen könnt. Nehmt euch einfach ein bisschen Tesa. Hier sowas. Knickt euch eine Ecke ein, damit ihr hier so eine Schlaufe habt, die nicht klebt. Und dann könnt ihr... Ja, das war ein bisschen kurz. Wartet. Das war ein bisschen kurz. So. Also bedenkt immer noch, der Karton ist leer. Mit einem vollen Karton geht es natürlich wesentlich einfacher. Schlaufe dran. Und dann macht ihr euren Karton einfach wieder zu. Ihr könnt ihn dann einfach wieder verschließen. Und wenn ihr den dann wieder aufmachen wollt, dann braucht ihr nur einfach an der Lasche ziehen. Und dann habt ihr euren Karton wieder auf. Und dann klebt ihr den einfach wieder zu. Ne? Wie gesagt, wenn bei euch was drin ist, dann kommt der obere auch ein bisschen raus, so wie hier. Ne? Also wenn ihr jetzt mal hier schaut, hier kann ich den nicht weiter eindrücken, weil die Leinwand da drin ist. Aber so habt ihr eine Möglichkeit, euren Deckel wieder zu verschließen. Der geht auch nicht mehr auf. Und wenn ihr den braucht, könnt ihr es einfach wieder abziehen. Deswegen ist Originalklebeband einfach dran lassen. Das juckt auch nicht. Ist zwar jetzt nicht so die ganz optimale Lösung, aber fürs Erste ist es okay. Ich übe ja noch. Vielleicht sehen die anderen Kartons später irgendwann mal anders aus. Aber bis auf Weiteres kriegt ihr die Kartons so. So, jetzt schauen wir mal rein. Und zwar, ich wollte euch mal zeigen, wie es auf der Seite aussieht. Und guckt mal, da ist ein Aufkleber drauf. Seht ihr das? Die Büchereule, Größe, Square und dann steht auch noch die Bildnummer drauf, falls ihr da irgendwas habt. Der Künstler, den habe ich weggelassen, der steht drin.
Und jetzt machen wir das mal auf und ihr seht, schaut mal, da ist eure Tasche. Und da ist auch die, sind auch die Streifen drin, die Bedienungsanleitung für die gelben Streifen. Die Legende sind in der, also die Legenden sind in der Leinwand. In der Leinwand auf der Seite ist auch der Magnet drin. Und ja, so verschicke ich das was. Und das Problem ist, wenn ich das jetzt nur an der Seite aufmachen könnte, kann ich das nicht so gut verstauen. Weil so ist es halt so, dass ich die Tasche quasi um die Leinwand drumherum lege, damit das halt alles reinpasst. Deswegen ist der Karton auch ein bisschen anders wie andere Kartons. Aber mein Toolkit sieht halt auch ein bisschen anders aus. Und nochmal, bitte, 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 bitte. Ich weiß, dass ganz viele von euch auch das erste Mal bei mir bestellen und auch erstmal Bilder bestellen. Bitte, bitte, bitte. Ihr bekommt immer einen Magneten zu den Bildern. Egal ob als Reste-Leinwand, Reste-Steinleinwand oder als normales Bild mit Stein. Es ist immer ein Magnet dazu. Ihr braucht euch nicht nochmal separat mitbestellen. Ihr könnt natürlich auch andere Magnete mitbestellen. Das ist kein Thema. Wenn ihr den natürlich doppelt bestellen wollt, ist es auch okay, weil ihr den zum Beispiel einmal mal verschenken wollt oder an den Kühlschrank oder keine Ahnung, ne, dass ihr den doppelt haben wollt. Ist auch völlig okay. Ich weiß, dass bei ganz, ganz vielen Shop ihr den separat dazu bestellen müsst, wenn ihr den haben wollt. Bei mir ist er immer schon mit drin. Ich finde das einfach als Komplettset schöner. Ich persönlich finde es schöner. Und deswegen gibt es das bei mir auch so. Die Tasche, auch wie gesagt mit der Mesh-Tasche. Ich finde es halt einfach, ihr könnt loslegen. Na, also es gibt kein Toolkit. Das Toolkit müsstet ihr dann extra bestellen. Aber es ist auch, steht auch hier nicht dabei, dass es ein Toolkit mit dabei gibt. Ne? Und von daher bin ich auch total happy mit dem Karton. Es ist ein bisschen Übungssache, die Sachen da reinzukriegen. Also ich brauchte schon ein paar Anläufe, bis ich das reingekriegt habe. Und für den Versand habe ich mir auch überlegt, wie kriege ich die jetzt zu. Und deswegen kommt hier auch der Kleber drüber, ne? Der Klebestreifen. Das ist das Einzige, was ich als Kompromiss halt machen kann. Eine andere Chance habe ich halt leider nicht. Und deswegen ist es so, wie es ist. Aber es ist vertretbar, alles tutti. Gut, so sieht es nämlich aus. Genau so. Und ich finde den Karton wirklich schön. Ich finde den Farbverlauf halt auch schön. Ne? Es ist wie auf der Webseite. Oben blau und dann geht es unten ins Rosane. Und auch das Logo ist ja vorne rosa, blau und dann schwarz. Und genauso zieht sich das auch hier farblich quasi durch die ganze Kiste durch. Also ihr habt eine schwarze Schrift. Dann den Karton in blau-rosa. Die Logos in den entsprechenden Farben. Ja. Und ich finde es farblich halt. Also ich weiß nicht, ich habe die Kartons gesehen und habe gedacht, ja. Ja, sehr cool. Hat wirklich mehrere Anläufe gedauert, war auch gar nicht so einfach. Aber ich finde die wirklich sehr, 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 sehr schön. Wir lassen den jetzt hier mal kurz auf der Seite liegen. Ich habe nämlich keine Lust, gerade den rüberzubringen. Das heißt, den schiebe ich mal auf die Seite nach oben. Wir müssen nämlich die letzte Bestellung von der Natz nämlich noch packen. Die Natz kriegt noch ein bisschen mehr dazu. Aber das werdet ihr auch erst auf ihrem Kanal sehen. Denn, wie soll ich es euch sagen? Die Natz kriegt ein bisschen mehr von mir, weil wir auch zusammenarbeiten quasi. Und sie nimmt euch auch mit bei dem, was sie dann tut. Damit, was ich ihr schicke. Hört sich jetzt ein bisschen creepy an und ihr denkt euch so, WTF, was redet sie da? Bitte, was redet sie da? Oh Mann, wir sind schon wieder bei anderthalb Stunden. Habe ich nicht gesagt, es dauert nur eine Stunde, das Video? Oh mein Gott. Aber es ist so viel passiert und es ist so viel angekommen. Und Leute, ey, das war mein Ostergeschenk mit den Kartons, ne? Die habe ich tatsächlich erst seit ein paar Tagen. Und ich weiß nicht, die ersten Kartons sind auf die Reise gegangen. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, ein, zwei Pakete sind mit den Kartons schon rausgegangen. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Die es das erste Mal bekommen, die werden wahrscheinlich Augen machen und denken so, hä, was ist das? Aber hey, das hat so lange gedauert und es hat so viel Arbeit gekostet, das zu machen, Stunden um Stunden, Tage um Tage. Also wenn ich die ganze Zeit zusammenrechne, habe ich für die Kartons ja, wenn ich wirklich alles zusammenrechne, mit der ganzen Konzeption, mit dem Hin und Her, bestimmt eine Woche gebraucht. Eine Vollzeitwoche. Also bestimmt so 40 Stunden. So, und jetzt sagt mir doch mal, wer bezahlt mir die Stunden denn? Keiner. Doch ihr, wenn ihr einkauft. Deswegen ist es halt, es ist halt eine Investition, ne? Und das darf man halt auch nicht vergessen, dass das halt auch sowas kostet.
unheimlich Zeit und Energie und ist halt auch nicht so einfach, weder für mich noch für. Ich habe sowas noch nie gemacht. Leute, das ist mein erstes Mal. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Für mich ist das eine Premiere und dafür ist die Premiere echt gar nicht schlecht geworden. Nicht ganz tausendprozentig, aber ich kann damit leben. Ich bin damit völlig fein. Und das ist die Hauptsache. Für mich ist das persönlich die Hauptsache. Und deswegen alles tutti, ne? Also super, super entspannt. Und ich bin froh, dass der Karton jetzt da ist. Und dass ich das jetzt ein bisschen besser sortieren kann, auch ein bisschen besser koordinieren kann, auch was dieses Inventar angeht. Ich kann dann nämlich schneller merken, wenn irgendwas fehlt und es auch schneller nachbestellen. Vorher war es halt immer ein bisschen schwierig, weil dann habe ich noch Leinwände da, dann wo gehören die hin? Dahin, dahin, dahin. Aber die Kartons sind halt erstmal nur für 40er und 50er Bilder. Für die 30er werde ich die nicht verwenden. Für die 30er werde ich die nicht verwenden. Nee, die kann ich für die 30er nicht verwenden. Doch könnte ich schon, wenn ich da zwei Bilder reinpacke. Das würde gehen, wenn ihr da zwei Bilder bestellt. Aber wisst ihr, dann packe ich die wieder um und dann packe ich die wieder hin und wieder her. Das mache ich nicht. Also da wird es vielleicht auch nochmal in absehbarer Zeit vielleicht nochmal einen kleineren Karton gehen. Vielleicht wird der auch noch ein bisschen anders aussehen. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Wir schauen einfach mal. Aber erstmal gibt es das für die großen Bilder. Für die ganz, ganz großen Bilder, die wird es nach wie vor auch noch auf einer Rolle geben, weil die kann ich nicht umpacken. Dazu, das funktioniert mit den Steinen, mit den Steinpaketen auch nicht, weil wir haben ja da so riesen Packs, ne? Das kriege ich halt nicht in so einen Karton rein, so ohne weiteres. Aber für die 40er und 50er Bilder ist das auf jeden Fall eine gute, gute Sache. Haben wir ja auch in der Regel, ne? Diese 70x90 Bilder haben wir ja auch jetzt keine Massen davon, ne? Kommt mal immer wieder dazwischendurch eins da rein. Aber das sind ja jetzt nie die Riesenmengen. Die Mengen, die normalen Bilder sind 50x50, 40x50, 40x60, 40x, keine Ahnung, oder 50x70, ne? Oder 50x50, 50x60 haben wir auch. Also das sind ja eher so die Gängengrößen. Ich rede mich im Kopf und Kragen. Wir machen weiter. Und zwar mit der Bestellung von der lieben Natz. Ich hatte euch ja noch ein paar Resteleinwände angekündigt. Und ja, was soll ich sagen? Die Natz hat sich da eine von geschnappt, nämlich die Fledermaus. Die andere war, glaube ich, der Igel. Der ist auch schon weg. Und es gibt aber tatsächlich doch noch den Kräutergarten. Was, der Kräutergarten? Nein, das Bärenkind und den Schneekristall als B-Ware. Also, wenn ihr die Bilder noch als B-Ware haben wollt, die sind fast 20% sogar reduziert. Also richtig, richtiger Schnapper im Gegensatz zum Einzelkauf. Und wenn ihr die, auch wenn ihr die in der Sale-Abteilung kauft, ihr bekommt, wenn ihr euch dazu noch AB-Steine bestellen wollen würdet, dort auch 15%. Also das ist tatsächlich egal, ob es eine normale Leinwand, eine B-Ware Leinwand oder sonst irgendeine Leinwand, mit oder ohne Stein, ist völlig egal. Ihr bekommt auf bis zu 10 Päckchen AB-Steine. Und das ist egal, ob rund oder eckig, wirklich egal. 10% Rabatt. Also ich würde das Kombi-Angebot immer gerne mitnehmen oder nehmt es bitte gerne mit, weil da könnt ihr noch wirklich den einen oder anderen Pfennig dabei sparen. Cent. Euros. Also bei 10 Päckchen sind es tatsächlich schon ein paar Euros, die ihr dann auch spart. Genau. Also, die Natz hat sich einmal die Leinwand bestellt. Die Natz kriegt dazu natürlich auch nur noch einen Magneten, den ich noch nicht rausgesucht habe. Aber ich zeige ihn euch mal. Ich habe ihn nämlich gerade mal einmal geholt. Das ist der süße Magnet. Ich habe dann tatsächlich das mit dem anderen, mit der anderen Magnetform, mit den größeren Magneten leider zu spät erst geschnallt. Also, wenn wir jetzt demnächst, wenn ich da nochmal Nachschub bestellen sollte, wird der so aussehen wie die Büchereule. Das heißt, der wird im Hochkant, der wird ein bisschen größer sein und dann wird das ganze Bild da drauf passen, dass man das auch. Weil hier unten gibt es tatsächlich noch einen grünen Kürbis. Könnt ihr jetzt hier auf der Vorschau schon sehen. Also, der Magnet ist halt nur so ein Teilausschnitt von dem Bild. Und ich finde das halt, wenn das im Hochkant ist, auf dem Magneten, finde ich es tatsächlich ein bisschen schöner. Aber damals blieb mir keine andere Wahl, als das so zu machen. Und ja. Aber wie gesagt, wir lernen ja auch dazu. Und solange die Magnete noch so sind, kriegt ihr die auch so. Da ist das Wichtigste ja drauf. Im Endeffekt ist das Wichtigste ja die Fledermaus. Ne? So, was haben wir jetzt nicht? Ich hatte noch einen Zettel. Ich hatte, glaube ich, noch einen einzigen Zettel für die. Ich flippe hier aus. Wisst ihr was? Nö, die Natz weiß, wie das funktioniert. Normalerweise gibt es hier noch so einen Benutzerzettel dazu. Liebe Natz, den schenke ich dir. Nicht.
Den lasse ich jetzt raus. Die Nats weiß, wie es funktioniert. Die müsste auch noch einen da haben. Deswegen, ich mache aber auf jeden Fall die gelben Streifen rein. Und den Benutzerzettel, den kriegt ihr natürlich optional immer dazu. Ich habe nur leider gar keine mehr hier oben. Ich muss die erstmal unten noch drucken und zurechtschneiden und dann nochmal eine Rutsche mit hochnehmen. Aber das ist das letzte Paket, was wir jetzt einpacken. Da jetzt noch eine halbe Stunde rumzumehren und zu schneiden und zu machen, das lohnt sich nicht. Und für die, bei der Nats ist das auch in Ordnung. Da weiß ich das auch. Ne? Also das ist ja nicht, dass ich jetzt sagen würde, oh, das ist mir jetzt egal. Nein, das ist mir nicht egal. Normalerweise kriegt ihr das auch. Nur bei der Nats weiß ich, dass es jetzt nicht ganz so tragisch ist, weil sie die Sachen selber zu Hause hat. So. Wir hatten ja vorhin noch so ein Stück, könnt ihr euch noch erinnern? Zum Anfang, in der Mitte des Videos, dass wir das noch hatten. Brauchen wir jetzt. Ich hasse die Scheren, ey. Aber es liegt nicht an den Scheren, das ist allgemein das Ding. Die Nats hat sich nämlich noch so einen schönen Fisch in Türkis bestellt. Und den müssen wir jetzt noch einpacken. Der kommt hier mit rein. Dann hat sie sich noch eine Muschel bestellt. Boah, ich finde die so süß. Nats, da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Da habe ich dir gesagt, dass die so süß ist. Und dabei hattest du die schon bestellt. Du hattest die schon bestellt. Sehr cool. So, die Nats wünscht sich wie immer. Und da könnt ihr es erraten, was die Nats sich wünscht. Releasepapier, genau. Aber sie hat sich noch ein bisschen mehr bestellt. Noch einmal eine bunte Register. Dann nochmal die 3607 als AB und die 945 als AB. Das Muschel, die B-Ware Leinwand. Die bunte Acryl und einmal Release Paper als Goodie. So. So. Haben wir. Und da die Nats so lange warten musste. Und sie musste wirklich lange warten, Leute. Also es ist jetzt nicht gelogen. Ich habe hier tatsächlich noch einen Lolli auf die Seite gepackt. Die Nats kriegt nämlich noch einen Lolli dabei. Da wird sie sich sehr freuen, weiß ich. Sie sagte, so, wenn du die Lollis jetzt nicht mehr hast, dann kriege ich ja keinen Lolli mehr. Und ich musste so lange auf meine Bestellung warten. Aber ich verrate ja auch nicht alles. Das ist ja sonst keine Überraschung mehr. Weil ich weiß nämlich, die Nats guckt die Videos. Und beim letzten Mal schon so, oh, du hast meine Bestellung ja gar nicht eingepackt. Ich so, ja, du, dich habe ich noch ein bisschen geschoben. Und sie so, Mist. Also, es ist also wirklich... Macht euch da bitte keine Sorgen. Es ist alles abgesprochen und es ist auch alles in Ordnung. Ne? Aber die Nats hat wirklich schon lange gewartet. Die Nats hat ihre Bestellung schon aufgegeben am 24. März. Und YouTube, ja bitte. Und was schreibt ihr noch? Danke, Schnuckiputzi. Ja, danke. Aber wie gesagt, die Nats kriegt noch ein bisschen was mehr. Das packe ich euch jetzt aber nicht ein. Die Nats kann das gerne auf ihrem YouTube-Kanal dann auspacken. Und dann wird sie euch auch verraten, was sie damit vorhat. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Hier kommt jetzt auf jeden Fall noch die B-Ware-Leinwand dazu. Dann kommt das in einen Riesenkarton und dann geht das auch auf die Reise zur Nats. Und dann freut die sich hoffentlich. So, wir sind tatsächlich ja fast am Ende des Videos. Fast. Wer aufgepasst hat, wird wissen, da fehlt noch ein bisschen was. Ein bisschen was fehlt. Und zwar werden wir den Monatsabschluss für März noch machen. Unseren Bestellabschluss, okay? So, wir werden für den April noch nicht anfangen, sondern wir werden erstmal nur den März fertig machen. Und dann mal gucken, wo wir gelandet sind. Aber ihr seht schon, wir sind definitiv über die 100 Bestellungen. So, aber gucken wir mal, wo wir tatsächlich letzten Monat gewesen sind. Das müssen wir, brauchen wir den 30. Nee, den 30. Und den 31. anwenden. Wir wollen keinen Vergleich haben. Nee. So. Wir waren am falschen Report drin. Wir müssen auch das Richtige aussuchen, ne? Anwenden.
So, was haben wir denn? Ihr wisst ja, wir haben ja am. Wir haben ja kein. Wir hatten ja am 31. ja nochmal den Launch mit dem einen neuen Bild und den Aufklebern. Und was soll ich euch sagen? Ja, am 30. waren wir noch ganz entspannt unterwegs. Da waren ja die neuen Produkte noch nicht da. Da haben wir 5 Bestellungen bekommen. Ja, und am 31. habt ihr nochmal gedacht, naja, zum Ende des Monats läuft, liebe Janine, wir besorgen dir nochmal ein bisschen Arbeit. Okay. Und was soll ich euch sagen? Da kamen 30 Bestellungen. Leute, es ist 30 Bestellungen, ist echt schon eine Menge. Wisst ihr das? Das ist echt schon krass. Das sind jetzt 41 Bestellungen. Nur an den 3 Tagen. 41 Stück. So, und jetzt rechnet mal im Kopf alle bitte zusammen, wie viele Bestellungen wir da haben. Na? So, ich kann es euch mal sagen. Wie viele Bestellungen wir insgesamt haben. Ich habe keine Lust zu rechnen und ich lasse meinen Rechner hier einfach drüber laufen. So, wenn ihr jetzt noch nachrechnet, müsstet ihr auf 197 Bestellungen kommen. Ich hatte ein Ziel von 100, was ich gerne erreichen wollen würde. Ihr habt mich mal dezent ausgetrickst. Aber nett ausgetrickst, ne? Also, ist es überhaupt, ich freue mich da mega drüber, ne? Ich habe schon gedacht, also ich weiß nicht, wie ich das machen soll, wenn jetzt jeder Monat so krass läuft wie der März. Da muss ich dann schon echt ein bisschen gucken, weil dann ist Wochenende kein Wochenende, weil am Wochenende muss ich dann packen, damit eure Bestellungen halt rausgehen und ich muss die Versandzeit ein bisschen erhöhen. Aber wenn es jetzt hier so wie jetzt hier, ne, hier so in den Tagen, das geht tatsächlich, das ist relativ easy schaffbar. Easy in Anführungsstrichen, wenn ich natürlich für die Bestellung viel schneiden muss, weil da viel Release Paper dabei ist, dann ist es auch nicht mal so easy, weil eine Bestellung heißt ja nicht, wie viele Produkte habe ich denn bestellt. Und sollen wir mal gucken, ob wir gucken können, wie viel. Produkte wir insgesamt verkauft haben. Ja. Schauen wir mal. Wartet mal. Es geht. Tatsächlich kann ich das rausfinden. So, und jetzt haltet euch mal fest. Jetzt bitte, bitte setzt euch hin und haltet euch mal fest. Ich habe jetzt nur für den März mal gesucht, wie viele Produkte wir verkauft haben. Und wir sind bei 1296 Produkten. Okay, was wir dann auch noch oft dabei haben, sind die Goodies. Die sind natürlich auch immer noch so ein bisschen dabei. Aber selbst wenn ich 100 Goodie bestelle, also 100 Goodies abziehe, weil nicht in jeder Bestellung immer ein Goodie drin ist, sind wir trotzdem bei knapp 1200 Produkten, die ich euch verpackt habe. So, also. Das ist schon eine Menge und das ist auch wirklich schon in Ordnung. Es ist auch wirklich cool. Aber es ist halt doch schon eine Menge, ne? Wenn man sich das mal so vor Augen hält. Aber ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich euch auch so ein bisschen mitnehmen darf. Und ja, was soll ich sagen? Also, das ist schon, ne? Wisst ihr Bescheid, wenn ihr das mal rechnet, dann wisst ihr ungefähr, wie viele Produkte pro Bestellung ungefähr vorhanden sind. Und dann wisst ihr auch, warum es manchmal etwas länger dauern kann. Aber ich versuche es jetzt so schnell es geht auch noch aufzuholen. Deswegen wird am Wochenende auch fleißig weitergepackt und auch am Montag wird noch fleißig weitergepackt. Und dann solltet ihr im Laufe der nächsten Woche eure Bestellungen auch wirklich alle soweit zu Hause haben. Ne? Und die sollten dann auf dem Weg sein. Gut, ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, fürs Mitgucken, fürs Mitmachen. Wie gesagt, lasst mir mal eure Meinung zu dem neuen Karton da. Ich finde ihn ja super, super süß. Und super schön. Passt halt auch gut zu mir, ne? Und ja, würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Und was soll ich euch noch sagen? Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Ein tolles, schönes, erholsames, warmes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht ärgern. Habt Spaß bei dem, was auch ihr immer tut. Horrido und fette Beute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr möchtet. Und alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.